Guten Tag. Hallo. Wir spielen Changeling. Wir, das sind Deli. Ich. Flummi-Tier. Squeak. Wow. Und der Trollballerina. Wir spielen Changeling. Falls du vielleicht neu auf diesem Kanal bist oder dir dieses System unbekannt ist, dann in der Videobeschreibung kurzes Erklärungsding, wo ich eine halbe Stunde nur Unsinn rede, was vielleicht hilft oder auch nicht. Weiterhin, falls du Mach dieses System auch, kennst. Ja, das stimmt. Aber da mache ich es alleine. Das ist weniger unterhaltsam. Aber mit schönerem Bild. Falls du das System kennst, bitte beachte, dass das unsere Auslegung ist. Und wenn du Fragen oder Kritik bezüglich Regeln und Hintergrund äußern möchtest, ist das natürlich gern gesehen. Und ich nehme das immer geradezu willfährig auf. Ich habe dafür auch ein Format geschrieben, auch in der Videobeschreibung, das du dann benutzen kannst, um das schneller und für mich auch ersichtlicher zu machen, was du denn sagen möchtest. Ne? Außerdem, Vulgäres, Obszönes und politisch Unkorrektes wird hier auf diesem Kanal nicht zwingend zelebriert, aber durchaus ausgelebt. Dass wir uns da richtig verstehen. Schön. Hat von euch noch jemand was anzumerken? Trolli kann nicht mit Kritik umgehen. Halt dein dummes Maul, du dämlicher Hure. Viel Spaß. Immer bist du so offensiv. Ja, das war noch ein ziemlich guter Einwand, das kann ich zugeben. Okay, Leute, 10. August, es ist satte, kalt, 32 Grad warm. Das stimmt. Auch wenn man das bei so einer kleinen Stadt wie Halle nicht zwingend erwartet, heizt sich das ganze Ding dann doch beträchtlich auf, vor allen Dingen im Innenraum, wo die Gassen eng sind, die Häuser gut reflektieren und der Marktplatz nochmal gefüllt ist mit Menschenfleisch. Die meisten sind wo am Hufeisensee oder irgendwo anders baden oder verlassen nicht ihre Wohnungen, wenn die gut belüftet sind. Manche, man hört ja von manchen, die extra in die Bibliothek gehen, also in die Unibib, um da Kühle und Schatten zu suchen. Ich weiß nicht, ob ihr einer davon seid, aber es ist auf jeden Fall ganz schön hot in hier. Sophie, war Diät bei dir? Und wer bist du? Ein Ding. Nein. Es ist warm. Es ist sogar sehr warm. Das heißt, Sophie wird eine von denen sein, die sich irgendein Wasserloch gesucht hat, an dem sie sich irgendwo im Schatten aufhalten kann, um die Hitze in irgendeiner Form ertragen zu können. Sophie mag es nicht warm. Denn Sophie hat einen beträchtlichen Teil ihres Lebens nicht in Deutschland, sondern in Großbritannien verbracht. Und da regnet es bekanntlich immer, deswegen ist es auch immer kühl. Mit anderen Worten, Sophie ist eine halbe Britin. Aha, ein Euroflüchtling. Hallo, ich fand meinen Witz übel gut, dass ich dich später als dreckigen Wirtschafts- und Brexit-Flüchtling bezeichnen kann und du nimmst mir das einfach weg. Fick dich. Ich kann mit Kritik umgehen. Genau, also Sophie ist eine halbe Britin. Ich glaube, das ist immer noch nicht politisch korrekt, wenn wir das so auslegen jetzt. Ja, mir egal. Und sie ist ein Brexit hier vielleicht oder so. Und hat einen Teil ihrer Kindheit in Deutschland verbracht, ist dann wieder zurückgegangen und ist dann zum Studium. Sie ist eine Kunststudentin, die an der Hallensischen Kunsthochschule studiert. Es müsste jetzt das dritte Semester zu Ende sein. Ende des dritten Semesters, ja. Ja, oder es ist Ende des dritten Semesters. Und dementsprechend befindet sie sich jetzt seit anderthalb Jahren wieder in Halle. Ansonsten muss ich noch irgendwas zu der sagen? Dein Face. Abgesehen davon, dass es vermutlich Bilder geben wird. Aber nicht im Video, sondern drunter. Ja, da muss ich doch nicht viel dazu sagen. Guckt's euch an. War irgendwas mit deinen Augen? Ich hab's vergessen, was wir ausgemacht hatten. Ja, die sind zweifarbig. Also sie hat das stimmt, das sollte ich vielleicht erwähnen. Sophie ist verhältnismäßig groß, also die 1,70 hat sie geknackt, definitiv.
hat lange, sehr, sehr dunkle, quasi schwarze Haare und zwei verschiedene Augenfarben. Derer ist eines blau und das andere ist irgendeine merkwürdige Form von grau. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Den Rest könnt ihr euch dann selbst angucken. Schön. Und was machst du nochmal? Habe ich doch gerade gesagt, Kunst studieren. Nein, im Moment, aktuell. Ich meine, du hast ja irgendein Wasserloch gesucht, schön und weiter. Und sie hat jemanden Hübsches gesehen, den sie jetzt als Kunst betitelt und ihn studiert. Genau. Nein, die fläzt gerade an irgendeinem der hiesigen Badelöcher, was auch immer es ist, irgendwo im Schatten rum. Und hofft, dass die Sonne verglühen möge und nie wieder am Horizont erscheint. Ansonsten tut sie nicht viel, weil es heiß ist. Du baumst also mit deinem Bein in der Saale an der Würfelwiese im Schatten eines Baumes. Denn das ist der geeignete Ort, um sowas zu machen. Dann ist es genau so. Und guckst den Nutrias zu, wie sie wieder mal mit sterni-getränkten Toast gefüttert werden. Denn es ist zwar erst mittags um 12, aber das heißt nicht, dass man nicht schon grillen kann. Denn immerhin ist Samstag, wie mir auffällt. Cool. Das heißt, sie denkt sich, welcher Assi ist so dumm, sich jetzt in den heißen Grill zu stellen? Ich nicht. Wo wir dann zu mir kommen? Ach so, erzähl mal. Natürlich bin ich seit Ewigkeiten am Grillen. Mit Freunden. Du hast keine Freunde. Natürlich habe ich Freunde. Paul ich und habe Sophie. Keine Freunde gesehen, nee, Sophie, die du mir geschickt gesehen. Hast und damit existieren sie nicht? Nein. Das ist, erzähl das, mal, was bist du für ein hässliches Schwein? Was ich für ein hässliches Schwein bin? Ich bin total freundlich und nett und lieb und hübsch. In manchen Augen jedenfalls. Naja. Was soll man großartig erzählen? Aufgewachsen in dem schönsten Fleckchen der Erde, nämlich Norddeutschland. Um genau zu sein, Nordwestdeutschland. Da, wo man seine Nachbarn 5 Tage bevor die losgehen, sehen kann, wie die Haustür verlassen, um dich zu besuchen. Und die werden dich wahrscheinlich auch besuchen, weil die sind der Nachbarn. So ungefähr 5 Tage entfernt. Dementsprechend habe ich da als Bauernsohn schon sehr, sehr früh gelernt, wie wichtig und wie toll die Landwirtschaft ist. Und dementsprechend studiere ich auch selbiges Agrarwirtschaft. Ja, bin da halt mit meinen 3 Geschwistern groß geworden, auf einem kleinen Hof. Und ja, jetzt bin ich quasi nach Halle gezogen, um hier zu studieren. Hab hier auch sehr schnell viele Freunde gefunden, mit denen ich jetzt grille. Weil es ist warm, die Sonne scheint. Und Grillen macht Spaß. Und Sterni trinken ist gut. Das stimmt, Sterni trinken ist besonders gut. Genau. Dementsprechend haben wir 2 Kisten Sterni, eine Beatbox und einen Grill. Die 2 Kisten Sterni stehen übrigens halb im Wasser, Sophie sitzt daneben. Lübt. Das finde ich gut. Wir sind dann wahrscheinlich auch die Spastis, die Nutris mit Toast spüttern. Ja, das macht ja jeder unvernünftige Mensch, aber das ist okay. Ich meine, ihr seid immer noch besser als die Typen so 25, 30 Meter weiter, die sich mit Schaumstoffschwertern irgendwie und selbstgemachten Ritterbekleidungen gerade versuchen, die Fresse einzuschlagen. Aber nach irgendwelchen Regeln, die keiner versteht, es ist zwar eine Weile witzig, sie zu beobachten, allerdings kommt immer wieder mal der Punkt, wo dann einer was ins Auge bekommt und weint wie ein Mädchen, was ein bisschen den Reiz nimmt. Es ist halt einfach kein Crash-Derby. Den sollte man einfach mal Jugger beibringen, da gibt es feste Regeln, da passiert es. Und wenn es passiert, dann ist es schon. Gut. Muss ich eigentlich erwähnen, dass Sophie zweisprachig aufgewachsen ist? Nee, ne? Du kannst Deutsch. Englisch, das kommt nie vor. Okay. Du kannst mit einem Bauer nicht Englisch sprechen, versteht er nicht. Der kann wohl plattporten, aber sonst ist alles. Das ist okay.
Ich wollte das nur noch mal erwähnen, deswegen nehme ich mir nämlich die Freiheit, den englischen Akzent wegzulassen. Sehr gut. Der Akzent. Das ist vermutlich besser für uns alle. Mhm. Besonders für mich. Das stimmt. Gut. Das Steak, was du gerade noch mal umgedreht hast, wird wohl in wenigen Minuten fertig sein. Die Einzige, die noch nichts zu phrasen bekommen hat, ist natürlich Sophie, die will sich natürlich nicht bewegen, solange der Schatten noch reicht. Die ist, soweit ich weiß, ja auch kein Fleisch erworben. Was? Doch. Alles klar. Puh. Boah, doch. Ich hatte irgendwie das dumpfe Gefühl, dass du Vegetarierin bist. Ich weiß nicht, warum. Nein. Wie hättet ihr dann befreundet sein wollen? Ja, das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. Ich habe mich das gerade auch gefragt. Ob ich mir extra noch einen zweiten Grill beschafft hab, nur wegen dir. Aber dann ist ja gut, dann kriegt ihr jetzt dann bringe ich ihr das Ding vielleicht, vorbei. Vielleicht wegen der Ische, die du unbedingt mitbringen wolltest, weil du scharf auf die bist, aber nicht wegen Sophie. Die ist kein Fleisch. Das bin ich raus. Der ist die raus, meine ich. Das kannst du nicht. Nee, dann ist sie nicht mitgekommen. Du willst ja auch nicht mit der essen. Naja. Und? Die Frau kann keine Ausdauer haben, wenn die kein Fleisch isst. Nee. Futterverneiner sind nicht gut. Die wäre auf dem Bauernhof nicht groß geworden. Das ist möglich. Siehst du? Sophie liegt jetzt auf dem Rücken, die Beine baumeln immer noch im Wasser, die Arme sind hinterm Kopf verschränkt. Schön. Ich gehe mit dem Sterni und nimm Steak, weil Salat kriegt sie nicht, zu ihr hin. Hier. Essen. Ist fertig. Sie guckt hoch. Kommst du zum Teller, zum Tisch oder willst du hier im Wasser bleiben? Nein, Engel. Du weißt ja, so bin da ich. Da draußen immer. Sind es 7.500.376 Grad. Dann wird das Essen nicht bei sich kalt. Das stimmt, aber das Bier warm. Deswegen steht das ja im Wasser. Und deswegen sitze ich ja auch daneben. Nachschub. Gut, kannst du mir jetzt das Essen aus der Hand nehmen? Weil ich muss jetzt diese Sterne wegmachen und dann noch weiter holen. Der eigentliche Grund, warum ich hier bin. In dem Moment setzt er halt an und macht die Flasche leer und wechselt eine Flasche gegen vier aus. Während sie sich ächzend erhebt. Das heißt, auf den Armen aufdrückt und sich hochdingst. So gib es mir, das Essen. Steht neben dir. Ach, cool. Danke. Bitte. Ich gebe dir, ich bezahle dich mit Bier. Ist das in Ordnung? Okay. Sie gibt dir einige Bier. Flaschen kühlen Bieres aus dem Kasten, der halb im Wasser steht. Die Firma dankt. Du kannst dich natürlich auch zu uns setzen, aber... Das werde ich bestimmt auch gleich irgendwann tun, wenn ihr so vernünftig werdet und irgendwann mal entscheidet, wie kann man in der Sonne sitzen? Martin ist noch nicht da, der hat den Pavillon nicht, der hat den Pavillon noch im Keller. Aber warum sitzt ihr denn in der Sonne? Martin hat vor 10 Minuten geschrieben, dass er gleich kommt. Martin soll schneller machen. Ja, das habe ich ihm auch gesagt, aber hey, vielleicht hat er auch die SMS gekriegt und holt noch Eis. Das würde mich entschädigen. Ja, warte, ich komme mit dazu. Na guck, siehst du. Dann bringen wir noch weiteres Bier mit. Ich bringe noch mehr Bier mit. Sehr gut. Ja. Im Stillen freut sie sich gerade, dass sie sich mit Lichtschutzfaktor 1000 eingeschmiert hat. Und nimmt noch ein bisschen am Morgen und nimmt noch ein bisschen Bier aus dem Kasten und geht rüber. Sehr gut. Ja. Ja. Wir gehen rüber zu Gerd und Daria. Das Vorzeigepärchen.
Warte mal, das Vorzeigepärchen, du meinst, die beiden klucken jeden Tag aufeinander und... Dass du Sophie deswegen abgeholt hast, damit du jemanden zum Reden hast, weil Martin immer noch nicht da ist und die beiden nur aufeinander rumhängen, ja? Ja. Ich verstehe genau. Exakt. Sehr gut. Das ist gut. Die muss ich also nicht spielen. Du bekommst einen Anruf von Martin. Jo. Ja, wo bleibst du? Was sollte ich mitbringen? Den Pavillon. Und Grillkohle, Eis. Ne? Grillkohle haben wir. Ja, ich sollte ja Grillkohle mitbringen. Nee, Grillkohle haben wir. Der Grill ist auch schon an und dein Fleisch verbrennt gleich, wenn du nicht hier auftauchst. Und was hast du gesagt, was ich mitbringen sollte? Den Pavillon und Ich hab doch gar Eis. Keinen Pavillon. Doch, den hat doch Sebastian vor 2 Wochen zurückgegeben. Hat er mir geschrieben. Liegt in deinem Keller. Hat er gesagt. Also ich könnte jetzt zurücklaufen oder so, dann wäre ich in 15 Minuten bei mir zu Hause. Wir bringen Eis mit. Ich könnte halt Eis für jeden mitbringen. Wie viele Leute sind da? Gerd, Daria, Sophie und ich und du. Na, die beiden kriegen nix, die lassen es wieder nur schmilzen, dann läuft ihnen das eklig über die Hand und dann füttern die sich mit ihren Händen gegenseitig. Also 3 Eis geht klar. Und ich habe noch einen ganzen Sack 40 Kilo Grillkohle. Das ist super gut und voll unnütz. Das habe ich jetzt nicht gehört. Bis gleich. Bis gleich. 10 Minuten oder so. Ja, das hast du vor 10 Minuten auch schon gesagt. Eigentlich wäre es besser, wenn ihr mir entgegenkommt, weil das Eis, bis ich bei euch unten bin, folgt bestimmt den natürlichen Lauf der Dinge. Beeil dich einfach. Okay. Wo ist denn da überhaupt eine Nähe? Wo ist denn da der nächste... Ich kann Wir sind an der Eiche. Ja, dann gehe ich am besten einfach auf die Ziegelwiese und gehe da zum Eisstand. Gut. Bis gleich. Ich bringe vorher die Grillkohle und dann gehe ich rüber und hole Eis. Juhu. Bis gleich. Bis gleich. Martin hat den Park. Nein, warum? Weil das Martin ist. Zum Himmel erhobener Faust. Das war doch schon klar, als ich sagte, Martin bringt den Pavillon mit, oder? Nein, ich habe nur gehört, bringt den Pavillon mit. Warum? Naja, Martin halt. Martin ist, du kennst Martin. Ja, wenn ihr schon rumknutscht, könnt ihr dabei weniger schmatzen. Kannst du mir bitte verraten, wie irgendjemand darauf reagieren sollte? Ich kann mir nur Empörung vorstellen, wenn das solche Leute sind. Dass er nicht genervt sein kann, weil es 1.376 Grad sind. Okay. Es folgt von ihr ein schüchternes Oh, und von ihm ein ja, wir gehen mal kurz. Warte, bevor ihr geht, könnt ihr anpacken? Wir stellen den Tisch in den Schatten. Martin hat den Pavillon vergessen. Was für ein Depp, den hat ihm doch Sebastian vor ein paar Tagen wiedergegeben, oder? Der steht in seinem Keller. Tut you. Ja. Yeah. Hab ich ihm auch gesagt. Mann, na klar, ich pack mit an. Wir gehen dann nur mal kurz rüber, hier Ziegelwiese und Enten. Joa, viel Spaß, ne? Jo, wir sind auch gleich hier da. Ja. Er packt mit an. Ja, es rollen nur wenige Dinge vom Tisch dabei. Ja, wir packen halt quasi den Tisch in den Schaden. Sehr gut. Nahe des kleinen halben Piratenschiff-Spielplatzes, wo die Kinder rumjodeln. Genau, die nervigen Kinder, deswegen wollten wir da ja auch nicht hin. Nee, wenn du in den Schatten willst, gehst du näher daran. Aber so nervig ist es nicht, weil... Ah, es ist schon ziemlich nervig. Ich meine, das ist ein Spielplatz im Jahre 2017. Das heißt, du hast Kinder, die sich mehr oder weniger amüsieren. Es sind aber tatsächlich Kinder, die auf den Spielplatz gehen. Ich meine, es ist ein ziemlich cooler Spielplatz. Und dann hast du halt ungefähr 700... Öko-Muttis mit selbstgebadigten Sommerkleidern daneben, die auf ihr Handy starren und ab und zu mal kurz den Blick erheben, aber so glasig dabei aussehen, dass vermutlich der große böse Wolf kommen könnte und ihren Schützlingen den Kopf abbeißen würde und sie würden es nicht bemerken. Du meinst Jeremy Pascal den Kopf abbeißen? Tatsächlich nicht. Die Kinder dort heißen eher Maria, Lena, Lara, das ist jetzt ein Kind. Und Benjamin, Wilhelm, Franz, Egon.
Egon, oh geil. Ihr seid in der Nähe der etwas reicheren Villengebäude Halles, wo die Kinder schon mit 8 eine Hipsterbrille und eine entsprechende Frisur tragen und die Eltern Geld besitzen, nicht zu knapp. Schön. Cool. Als das Pärchen sich verzieht, dreht Sophie den Kopf zu David. Ich glaube, die sehen wir heute nicht mehr wieder. Naja. Na dann. Die werden schon wissen, was sie brauchen. Ich fürchte, ich war unhöflich. Ich befürchte, du hast recht. Aber das ist okay. Gerd kommt damit klar. Na dann. Daria, du weißt. Also anders als Gerd kommt damit nicht klar. Nein, nein, nee. Du hast verloren. Was habe ich gelogen? Du hast verloren. Weil, weißt du, wenn Daria jetzt wütend wird, dann... Gerd darf dich nie wiedersehen. Na, ich hänge ja auch nur mit dir rum und nicht mit denen. Deswegen ist mir das eigentlich relativ egal. Wenn man es so sieht. Valide Antwort. Nicht wahr? Eben. Martin kommt angerannt. In seinen Händen trägt er einen 40 Kilo Sack Grillkohle. Und zwischen ihm und seiner Brust eingeklemmt seht ihr das Papier von irgendwelchen Langnese-Teilen. Er sieht ziemlich hart verschwitzt aus. Geil. Marin! Hi! Bitte. Er lässt den Sack fallen und diese leicht zerlaufenden, noch ist nichts ausgepackt, aber man sieht schon, dass sie leicht zerlaufen sein könnten, Dinger fallen zu Boden. Wolltest du nicht erst die Kohle verbringen, dann das Eis holen? Ja, das war bevor mir irgendein Ficker das Fahrrad geklaut hat. Ich habe mich nur umgedreht zum Telefonieren. Oh, das war neu, das war ein 30-Euro-Fahrrad, das war fast straßentauglich, Mann. Ich musste nur 20 Euro nochmal zusätzlich bezahlen, als ich die Bullen von Weitem gesehen habe und die direkt gesagt haben, aha, guck mal das Geld. Doof. Auf jeden Fall bin ich jetzt den Weg etwas schneller gegangen und da ist euer Eis. Boah. Lecker. Danke. Haben wir einen Löffel? Dankeschön. Im Salat. Es empfiehlt sich, nur eine Ecke abzureißen und das Eis dann direkt aus der Packung zu schlürfen. Hast du keine Kultur? Er nimmt sich den Löffel, leckt ihn ab, reißt sein Eis auf und löffelt sein Eis. Doch. Leider. Sag mal, hat eigentlich jemand was von euch zum was zum Bauen mit? Ja klar. Gerd. Aber weiß ja, Daria sieht das nicht so gern. Und die beiden weg. Nein! Die sind mir gerade entgegengekommen. Jupp. Ja. Die sehen wir wahrscheinlich auch wieder. Nimm mal die Tasche da vorne. Und dann gehst du da mal in das vorderste Fach. Ganz unten. Ist das deine Tasche? Ja. Das ist ein Rucksack. Ja. Du bist aber doch eine Frau. Ja. Verrückt. Aha. Er guckt sich kurz um, schätzt die Entfernung zum Spielplatz ab. Befindet, dass sie ausreichend ist und fängt an. Ja, wir wollen ja nicht teilen, ne? Was ist das für Tabak? Hm? Das ist ja... Könnte der vielleicht ein bisschen trockener sein? Nö. Ich meine, wenn ich hier was rausnehme, dann zerbröselt das ja nur in 700.000 Teile. Das ist ja noch gar nicht richtig. Du kannst damit einfach nur nicht umgehen. Ja, bitteschön. Dann macht sie halt. Sie kann damit umgehen. Dummheit schafft Freizeit. Hat meine Mutter immer gesagt. Ich habe nie begriffen, was sie damit meinte, aber heute habe ich es verstanden. Ja. Auch wenn du es nicht verdient hast, bitteschön. Danke. Er muss natürlich fürchterlich husten, da er gerade etwas schneller gelaufen ist, aber okay.
Sophie reißt sich eine Ecke von ihrem Eis ab und schlürft, also von der Packung ab und schlürft es direkt aus der Packung. Same. Vanille mit Mandelstückchen außen in der Schokolade, unten im Stiel. Passt auf, dass er den nicht mitschlürft. Das Eisessen ein Spaß für die ganze Familie. Besonders für die Mutti, die hinterher die T-Shirts, ach warte, da war was, waschen muss. Richtig, müssen wir alle schön selber. Sag mal, David? Jo. Hast du nicht gesagt, irgendwie, dass bei dir irgendwas ist mit Wohnheim? Frag lieber nicht. Okay, dann. Schöner Tag heute, wollen wir noch eine Runde Volleyball spielen gehen oder so? Viel zu anstrengend, reichen wir erstmal rüber. Wohnheim? Frag lieber nicht. Doch. Wir haben schon wieder diese blöden Mehlfliegen-Scheiße, die werden wir einfach nicht viel daraus. Okay. Weil die Leute nicht sauber machen können, nicht verschließen. Ständig hat man diese komischen Fliegen-Ungeziefer-Kacke und naja. Keiner kann so sauber machen wie du. Aber hast du die auch? Ich dachte, ihr habt da sogar eine, ihr habt ja nicht mal eine Gemeinschaftsküche oder sowas. Ja, die kommen ja ständig rein. Ich muss ständig alles desinfizieren bei mir. Das geht mir voll auf den Keks. Das kann ich verstehen. Das ist ja nicht so einfach. Die wirst ja nicht so einfach los. Du musst erstmal alles mit Essig einreiben. Dann musst du alle auf eine Nahrung verdichten. Dann musst du alle Viecher, die du irgendwie findest, davon umlegen. Kannst du das überhaupt Nahrung vernichten? Ist das möglich? Kann sie essen. Ja, nicht wenn da Larven drin sind, dann ist echt eklig. So einen Hals habe ich. Oh Mann, Alter, ich wäre damals voll gerne ins Wohnheim gezogen, so einen kurzen Weg zur Uni, den hätte ich nie wieder gehabt. Jetzt weißt du quasi, warum das so günstig ist. Nee, so günstig ist es gar nicht. Aber trotzdem ist kacke. Ja, auf jeden Fall. Na, wenn du willst, kannst du bei uns nebenan, wird jetzt eine, wird was frei, das ist eine Einraumwohnung. Und du weißt ja, wie das ist, die reißen ja in Halle Neustadt jetzt alles ab, weil halt keiner im Plattenbau irgendwie wohnen will und was weiß ich hier. Und die ist neu gemacht, da ist alles drin und du kriegst halt der übliche Deal, den du hast, super billig, plus ein Jahr Internet-Telefon umsonst, plus 100 Euro IKEA-Gutschein einfach, damit dort überhaupt jemand einzieht, also... Läuft. Ist auf jeden Fall besser als in diesem scheiß Wohnheim. Du wohnst halt in Halle Neustadt dann. Ja, sau weit weg. Ja, von der Uni nicht, nur von allem anderen. Also von deiner Uni nicht. Ja. Oder du hast dich gerade entschlossen, dass ich die beste Mitbewohnerin der Welt bin. Ah ja. Sag ja. Wieso? Du hast auch nur, hast du nicht eine Butze? Offiziell noch, ja. Oh. Stimmt, du warst ja weg. Oh Mann, erzähl. Naja, so viel zu erzählen gibt's da nicht. Stichpunkte reichen, naja, da war diese Fete. Und auf der war ich? Ja, auf der warst du auch. Und ich war auch da. Und der, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, war auch da. Oh. Oh. Ja. Schätzchen. Oh, das gab bestimmt Ärger zu Hause. Ja. Könnte man vielleicht... Also, neue Mitbewohnerin, sagst du. Ja. Ja, warte mal. Ich bin ja kein Gossip-Typ, aber. Hä? Passt schon. Hä? Na, Dummheit schafft Freizeit, das hast du doch gerade selber gesagt. Aber was ist denn da? Hä? Übrigens klaut dein Rabe schon wieder den Schinken aus dem Salat. Charles?
Wie ganz ehrlich, das hat Daria gemacht. Ich hoffe, der verreckt nicht dran. Der fliegt weg. Mit einer dicken Ladung Bacon im Maul. Also im Schnabel. Das ist Bastard. Entschuldige, Martin, was? Ich wollte jetzt mal hören, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum ihr jetzt zusammenzieht. Was ist los? Na, weil ich eine Bude brauche und sie eine Bude braucht. Ja, aber denn den zweiten Teil, der ist für mich noch... Na, ich muss jetzt aus meiner Wohnung raus, weil ich ein paar Zwistigkeiten mit meinen Mitbewohnern habe. Nett formuliert. Ja, oder? Ich war sehr diplomatisch. Ach so, du hast einen deiner Mitbewohner jemanden ausgespannt. Nein, überhaupt nicht. Naja, schon. Nö. Im übertragenen Sinne. Nö, eigentlich überhaupt gar nicht. Naja, dank dir ist einer deiner Mitbewohnerin jetzt Single. Wollte gerade sagen, wie unhöflich das ist, über was zu reden und den anderen nicht einzuweihen. Dann sagt mir, ich soll auch dahinter gehen und Enten gucken. Sagt mir es bitte nicht, ich bin gerade erst hier. Ich war sehr betrunken, das führte zu irgendwie Zwischenfällen und das fand mein Mitbewohner nicht so witzig. Jetzt ist sehr, sehr dicke Luft. Ja, aber jetzt spann mir den David mal nicht aus. Ich brauche jemanden, der in die Einraumwohnung daneben zieht, damit jemand die Hausordnung macht, der nicht ich bin. Treppe bohnen, vorm Haus kehren, Fahrradkeller wischen. Aber Neustart, ernsthaft? Die Leute sagen immer nur, dass das so schlecht ist. Weil es so scheiße ist. Ja. Das ist so weit weg von allem. Ja, nur wenn du... Praktischerweise hätten wir dann einen ziemlich großen Keller, aber das ist auch das einzige Gute an deiner Wohnung. Naja, ich meine, nur wenn du nach 12 in der Innenstadt bist und dann nicht die halbe, dreiviertel Stunde laufen willst und dein Fahrrad weg ist oder du nicht mehr Fahrrad fahren kannst, denn dann ist mit Bahn, aber selbst dann müsste man halt nur ein bisschen warten oder ein bisschen weiter laufen, aber ansonsten ist ja alles da. Ja, nie ist klar. Zu weit von der Uni weg. Ja, stimmt, für dich ist es dann ziemlich weit. Und außerdem, dass ich dein Hausputz mache, ist irgendwie kein guter Deal für mich. Doch, das ist meine Maklerprovision. Du könntest dafür sorgen, dass Gerd bei Daria auszieht und dann bei dir einzieht. Außerdem ist das doch bei den Wohnungen so, dass man doch schon was geschenkt kriegt, damit man da einzieht. Das heißt, Maklerprovision müsste sein, dass du den Rest deines Lebens oder zumindest solange du da wohnst, den scheiß Hausflur putzt, damit er da einzieht. Wer hat dich eigentlich eingeladen heute? Ja. Ich. Warum? Weil ich cool bin. Naja, und außerdem weiß ich, dass du immer 2 Stunden zu spät kommst und gehst halt da rein. Ich bin nur 40 Minuten zu spät und habe nur eine von 2 Sachen nicht mitgebracht, dafür aber eine andere. Ja. Ich verbessere mich stetig. Das stets stimmt. Bemüht. Das stand schon früher in meinem Zeugnis. Jedes Halbjahr. Oh Mann. Du verbesserst dich aber tatsächlich, als du das letzte Mal kommen solltest, hast du den Weg nicht gefunden und bist irgendwie in der falschen Straße gelandet, obwohl wir, ich weiß gar nicht, wo wir da waren. Ja, so war das. Ist er nicht da, bist du da nicht bei dieser komischen Chicksel in der Wohnung abgegangen? Doch, das Nein. War doch dieser Abend. Ich erinnere mich. Nein. Ach ja, diese verzweifelten Anrufe auf dem Handy. Reicht da dabei? Ja, glaube. Oh Gott, ja, oh Gott, das war ich. Oh ja, oh, war das witzig. Nein. Oh. Ihr wart ach, zusammen, ich müsste denn schon. Also ich muss noch irgendwo hier Fotos haben, warte mal. Hat er, ich bin pflegeleicht.
Du hast ein gutes Gedächtnis, das ist nie besonders gut. Na schon. Ich bin total pflegeleicht, ich bin nur semi-chaotisch. Hast du nicht letztens noch versucht, diese Farbwand zu besprühen? Also die frisch gestrichene weiße Wand? Ja, ich kann weiße Wände nicht ausstehen. Ist ein Thema chaotisch. Das ist doch nicht chaotisch. Na, damals bei mir im Dorf hat das was nie gegeben. Ja, bei dir im Dorf. Hat's bei dir im Dorf überhaupt weiße Wände gegeben? Oder waren die alle schon... Klar. Bei dir im Dorf das waren hatte die... auch die Hälfte des Dorfes denselben Nachnamen oder drei Viertel des Dorfes und mindestens ein Drittel hat entweder ein Hängelied oder den Fuß nachgezogen. Der kommt doch gar nicht aus dem Saarland, du lügst doch schon wieder. Also, das ist gar nicht wahr. Es gibt mindestens 12 Familien oder so, mit denen ich nicht verwandt bin. Irgendwie. Von wie viel? Lassen wir das Thema. Wir haben halt große Familien. Und lebt ein bisschen hinterm Mond. Das ist gar nicht wahr. Doch. Wir haben alles, was die Welt zu bieten hat, an Annehmlichkeiten. Ein See um die Ecke, frische Luft, Tiere, die wir essen können. Nächster Hausarzt, nur 2 Stunden Autofahrt. Ja, so ungefähr, aber ja. Es gibt die Klitsche im Dorf, ansonsten nichts, wo man mal ein anständiges Bier trinken kann. Falsch, ich nehme dich mal mit. Mach jedes das. Haus hat mindestens ein Nebenhaus, wo ein Partyhaus ist. So, ja, irgendwie. Aber die Leute, die da hinkommen, sind trotzdem immer die gleichen. Das ist ja richtig, auf 100 Kilometern sind es ja auch immer der Mensch. Das ist halt immer eine große Familienfeier. Die Frage ist doch, gibt es in den Partyhäusern und Partykellern dann Becks zu trinken? Willst du uns vergiften? Na, ich frage ja, weil ich habe auch schon mal von jemandem irgendwo aus Niedersachsen gehört, ich glaube Göttingen in der Nähe, irgend so ein Dorf dann. Der meinte, ja, nee, bei uns auf dem Dorf haben wir richtig Partykeller und da geht's ab und da kannst du ein feines Tröpfchen, bla bla bla. Und dann erzählt er später, wie sie 5 Kästen Becks haben und da habe ich gedacht, ah, das feine Tröpfchen, ja, ja, ich verstehe. Und es vergiften. Was weiß ich denn? Gute Rohling gibt's da oder Krombacher oder Lübser. Njewa. Ja, damit kann ich ja leben. Aber, weißt du, ich denke ja auch immer, ich kann niemanden irgendwie unterstellen, dass er Becks in sich reinkippt und dann denke ich immer, ja, aber irgendjemand trinkt's ja offenbar. Verstehst du? Ja, Leute ohne Geschmack. Naja, aber wer weiß das denn? Das ist wie wenn die Leute immer sagen, nee, also ich habe noch nie in meinem Leben eine Bild gelesen, aber wer liest die denn immer dann? Irgendjemand muss doch schuld sein. Bilder guckt man sich ja auch an. Aber vor allem gibt's da weniger Bier, sondern mehr Schnaps. Ah, na klar, das stimmt natürlich. Ich meine, wir haben nicht umsonst Fuselünde bei uns in der Gegend. Rosche, Heid. Hm? Da muss was kommen. Behrensen. So kleine Namen, die dir gleich was sagen. Oh, das müssen wir eigentlich alles rauspiepen nachher, oder? Nein, Unfug. Das war damals nur ein Witz von mir. Irgendjemand hat es ernst genommen, aber nein. Achso, okay. Sehr gut. Du kannst doch Markennamen nennen, so viel du willst. Sehr gut. Levis! Ja. Machen wir ein paar mal amerikanische. Apple. Windows. Boah, jetzt kommen wir richtig rein. Abgas-Skandal. Oh, weh. Warte mal, das ist keine Marke. Naja, bald schon. Abgas-Skandal. TM. Er hat nur da vorne irgendwie die Bild gefunden das oder gesehen. Der Typ liest sie da gerade. Das waren die ersten Überschriften. Und siehst du, der sieht gar nicht aus wie das Schlimmste, was du dir von einem typischen Bildleser vorstellen würdest. Ich weiß nicht, wie ich mir einen typischen Bildleser vorstellen soll. Naja. Schlimmer. Wer liest heutzutage eigentlich noch Zeitung? Warte mal, willst du jetzt Bild Zeitung nennen, oder was hast du gerade gemacht?
Wer liest heutzutage noch Papierdruckwerke? Also außer Bücher vielleicht, das verstehe ich ja sogar noch, aber... Warte mal kurz, also die Proto-Hipsterin mit ihrem Rabenhaustier, mit ihrem ausschließlich englischen Tabak und ihr und dem Kunstfetisch, die sagt mir jetzt, wer liest denn heute noch Papier? Ich war schon immer für Überraschungen gut. Na gut. Vor allen Dingen, wenn ich das bequem elektronisch vorbei, dann habe ich nichts zum Grillkohle anzünden. Jetzt habe ich den Sinn verstanden. Alles klar. Schön. Hat hier Mitbewohner aufgemerkt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich darf Ihnen das leider nicht sagen lassen. Ärgerlich. Warum nicht? Weil der halt nicht jemand so ein asozial ist und der dich nicht so gut kennt und der erst mal gucken muss und den ich gleich die Sachen ins Gesicht pfeffern will. Okay. Aber Martin erhält auch gerade einen Anruf und wird ein paar Schritte weggehen, denn er ist nicht so ein asozialer Mistsack, der direkt neben den Leuten telefoniert. Du hörst noch, du hast mein Fahrrad gefunden? Viel Erfolg! Und da geht er hin. In die stechende Mittagssonne hinein. Mal gucken, ob er sein Fahrrad jemals wiederfindet. Wahrscheinlich nicht. Immerhin hat er Eis mitgebracht. Das stimmt. Möchtest du noch? Das ist Gerd sein Fleisch. Der kam nicht zum Essen. Na klar, tu drauf. Also ja, hier. Und Darias Tofu-Rolle. Wo sind die Nutris? Da vorne. Na dann, mal gucken, ob wir sie vergessen können. Die fressen das bestimmt nicht. Natürlich. Spielleiter, ich werfe es denen hin. Essen ja, die das? Die kommen aus dem Wasser angelaufen. Die essen alles. Das sind Biber. Erzogene Biber. Die kommen aus dem Wasser und essen das natürlich. So lange, bis der Rabe... Wie? Hä? Wie heißt der Rabe? Sir Charles Van Eyck Fischer. Aber hier steht Sir William. Sir William, oh, Entschuldigung, Sir William, okay. Egal. Dann steht hier Sir William, aber ist egal. Sir William von Eyck Fischer. Wird natürlich dann nur knapp über ihre Häupter drüber fliegen, sodass sie sich dann wieder ins Wasser verziehen. Nicht, um sich diese Beute dann zu sichern, sondern einfach, weil er ein mieser Drecksack ist. Ah. Am Ende des Tages werden die Nutris trotzdem noch gewinnen. Das stimmt. Stimmt. Aber nur die Schlacht, nicht den Krieg. Naja, du hast ja auch die, er hat ja auch die überlegene Lufthoheit. Na klar. Wobei, sie haben halt quasi die überlegene Seehoheit, also. Also, was hältst du von der Idee? Dann müssen wir halt, ne, demnächst mal auf Wohnungssuche gehen, ne, also. Warte, sie holt ihr Smartphone aus der Tasche. Oh, ein Smartphone. Und? Was hast du denn für eins? Ein Apple oder ein Samsung oder ein Huawei, um noch mehr Namen zu nennen? Ich habe keine Ahnung. Irgendeins. Also von dem, was ich von Sophie weiß, Sophie, die gern mal in einen Brunnen fällt und Sophie, die gern mal gegen eine Wand läuft, wird das ein X-Cover 3. Das robusteste, was der Markt zu bieten hat. Wasserdicht am besten. X-Cover 3 von Samsung sind wasserdicht. Das hat sie nämlich. Klingt vernünftig. Und öffnet dann mal die gängigen Wohnungsanbietungsseiten. Ja, also ich meine, leere WG-fähige Wohnungen sind nie besonders zahlreich. Zusätzlich ist es der 10. August, die Leute kriegen nach und nach ihre Zulassungsbescheinigungen zum Studium. Ihr seid nicht die Ersten, die auf die Idee kommen, sich irgendwas zu suchen.
in den Stadtteilen, die man präferiert, gibt es nicht immer ganz so viel. Natürlich fällt alles raus, was eine Ofenheizung hat, weil komm schon. Und dann ist natürlich immer die Frage, was ihr imstande seid und was ihr bezahlen wollt. Das heißt, ich meine, du kannst jetzt anfangen zu suchen, aber du weißt, wie es ist. Die meisten Anzeigen sind halt doch, wir suchen einen Mitbewohner oder manchmal auch eine Mitbewohnerin. Manchmal sucht man auch zwei Mitbewohner. Aber das sind dann meistens 6+ oder 4+ Mann-WGs und... Anstrengend. Ja. Zu anstrengend. Und die können nicht putzen, dementsprechend gibt es wieder nur Ärger mit irgendwelchen komischen Fliegen. Ne. Dir ist völlig klar, David, dass ich auch nicht jeden Krümel sofort wegräumen werde, oder? Das ist mir schon bewusst. Keine Fliegen. Ja, das ist auch so das Mindeste. Also außer mal Fruchtfliegen im Sommer, aber dagegen kannst du nichts machen. Die bringst du ja aus dem Supermarkt mit. Das geht auch, du musst es, also egal. Also dagegen habe ich noch keine Lösung gefunden, aber andere Schädlinge hatte ich nicht und die sind auch nur im Sommer da. Scheiß Sommer. Oh, mir fällt gerade auf, natürlich fallen auch alle Wohnungen raus, wo der Vermieter schreibt, dass das Rauchen darin verboten ist. Ja. Machst du den Haken mal wieder rein? Was? Machst du den Haken da mal wieder rein? Was, den Haken? Ja, den bei Rauchen in der Wohnung verboten. In der Wohnung wieder rauchen. Ich werde garantiert in keine Wohnung ziehen, in der ich nicht rauchen kann. Du kannst auch am Fenster rauchen. Dann darf ich in der Wohnung trotzdem nicht rauchen. Doch. Nein. Du bist ja quasi nicht in der Wohnung, bist du nicht in der Wohnung, bist am Fenster. Ja, aber auf die Diskussion lasse ich mich mit dem Vermieter nicht ein. Oder kannst halt überhaupt noch runtergehen. Solltest sowieso aufhören zu rauchen. Ja, nee, ich werde garantiert jetzt nicht aufhören zu rauchen. Wer hatte als letztes nochmal die Tüte? Du, ne, Daddy? Ja, kiffen. Kiffen ist okay. Ach so, ja, das ist ja gar kein Rauch. Nee, das stimmt ja. Also rauchen und zwischendurch mal ein Rauchen ist ja ein Unterschied. Ich werde dir versprechen, dass ich in deinen Räumlichkeiten nicht rauchen werde, sondern allenfalls in meinen Räumlichkeiten. Deine Räumlichkeiten wäre also dein Zimmer. Ja. Und du kriegst einen Schutz, damit nichts an dadurch deine Tür zieht. Wenn dich das glücklich macht, mache ich mir einen Besen unten an die Tür. Das mag mich vielleicht glücklich machen. Dann können wir vielleicht einen Deal haben. Rauchen in der Wohnung ist das allerletzte. Außer bei Partys. Ja, da aber nur auf dem Fenster. Im Raucherraum. Wir werden dafür einen abstellen. Du weißt, dass du vermutlich das nicht durchsetzen kannst. Ich kann und ich werde. David, die Hälfte deiner Kumpels raucht auch. Ja, in der Tat. Und nie in meinem Zimmer. Nee, in deinem Zimmer raucht ja auch keiner. Das will ja auch niemand. Siehst du, und auch nicht an nicht dafür vorgeschriebenen Orten. Ja, das guckt. Das ist eine also einfache Art und Weise. Wenn ich alleine bin, werde ich nur in meinem Zimmer rauchen. Darauf können wir uns einigen. Das heißt also, der Raucherraum für die Party-WG ist dann quasi dein Zimmer. Und die Küche. Die Leute rauchen immer in der Küche. Kommt drauf an, wie gut die Luft weiß. Und ob man die Tür zum Flur abschließen kann, nicht machen kann. Auf einer Fete, auf wie vielen Feten warst du schon? Auf genügend, um zu sagen, dass das funktioniert. Ja. Du musst einfach nur überzeugender sein. Nee, das will ich gar nicht. Okay, cool, warte. Das ist echt überschaubar. Die geht vielleicht noch. Ja, hast du schon mal auf die Location geguckt? Nee. Guck doch mal hin, da fährt keine Bahn hin. Hast vergessen. Oh. Kein Wunder, dass sie nicht verbietet ist. Die könnte noch gehen. Die sind jetzt mal ein bisschen unterschiedlich groß, aber ich nehme auch das kleinere, das ist mir egal. Mhm.
Die geht vielleicht auch noch. Meinst du, mit den Schrägen ist das eine gute Idee? Mit was? Mit dem was? Mit den Schrägen. Ah, scheiße, Dachgeschoss, habe ich nicht gesehen. Naja, ich glaube, so wählerisch können wir nicht sein. Ich habe auch nichts gegen das Dachgeschoss. Das Vieh will sowieso mal rein. Das stimmt, aber die Schrägen nehmen immer so Zweck. Kann man so scheiße Schräge hinstellen. Außerdem sitzt im Dachgeschoss bestimmt noch 50.000 Millionen Grad mehr. Nun, das mindestens kann sein. Okay, Dachgeschoss fällt raus. Sehr schön. Es ist so heiß. Ich weiß gar nicht, was du hast. Es ist so heiß. Du musst dir hier... Nimmst du das? Ich spotsch dir einen nassen Lappen über die Schulter. So, jetzt ist die bald kalt. Gut, es ist Flusswasser, er stinkt ein bisschen, aber hey. Es stinkt doch gar nicht, geht doch noch. Ja, das ist gut. Martin kommt zurück. Martin, wo ist dein Kopf? Es ist so heiß. Ich könnte dich mit dem Kopf ins Wasser tauchen. Aber es ist immer noch nicht ganz das Sauberste. Das will ich glaube, ich es nicht. Wird es auch nie wieder. Du kannst rüber zur Ziegelwiese gehen, das sind 10 Minuten, und dann deinen Kopf in den Springbrunnen in der Fontäne halten. Da lässt du doch nur wieder ihr Handy fallen. Ich glaube, das mache ich. Gut. Ich würde mich aber schon verabschieden, denn jemand hat mein Fahrrad gefunden und der Finderlohn ist ertragbar. Also jedenfalls haben wir den noch nicht ausgemacht, wenn er überhaupt einen will. Dann nimm am besten dir einen Sack Kohle mit und spende ihm den. Ja, gute Idee. Oder, das ist mein Entschuldigungssack, den ich euch hier lasse, weil ich zu spät gekommen bin. Ja, wo ist mein, da ist mein Rucksack. Bis in ein paar Tagen. Die Dose kriege ich aber wieder. Jetzt rausrücken. Was für eine Dose? Mit dem Tabak und allem anderen auch. Die zu deinen Füßen? Ah. Die aufgepasst, ne? Nennst du mich Dieb? Ja. Achso, nee, bin ich aber nicht. David, wir quatschen nochmal wegen... Nächste Woche Samstag. Jo. Genau, was war da nochmal? Labim, ne? Mhm. Richer Absturz. Ich habe gehört, die wollen wieder Pfeffi in der Fitflasche servieren. Das wird schön. Auf jeden Fall. Genau, da quatsch mal nochmal. Sagst nochmal einen schönen Gruß an Daria und Dingens, dann sie siehst Gerdi. Gerde. Und tschüss. Scha. Dann wird er gehen. Wenn er schon auf der Brücke ist. Und im schnellen Gang, denn er muss immer in Bewegung sein, davon geht, seht ihr ein kleiner abgerissener Zettel, der ihm aus dem Rucksack gefallen ist. Mhm. Sieht aus wie so ein schmaler Streifen von diese Angebotsaushänge, die man überall mal hat, wo man sich dann so ein einzelnes Ding mit der Telefonnummer abreißt. Und steht lediglich halt eine Martin! Du denkst noch, dass er ein Hörweite ist, ne? Ja. Lass mich dich enttäuschen. Dann läuft sie jetzt hin. Hä? Du wirst sie nicht einholen. Nein, zu dem Schnipsel. Ach so, okay. Gut. Ja, da steht auch nur, halt eine Telefonnummer drauf und Roland Pfeiffer, Vermietung Halle Nord. Halle nördliche Innenstadt. Hä? Sie kommt zurück, guckt da drauf. Sucht der auch was oder was? Nicht, dass ich wüsste. Maybe. Vielleicht hat er das für dich mitgebracht. Das könnte sein, aber dann hat er es wieder vergessen. Ich ruf doch mal an. Gut. Es ist ja zum Glück Samstag. Ja. Ja, da wird nach ein paar Minuten jemand rangehen. Pfeiffer? Hussein, moin. Sie hatten... Ihre Nummer verbreitet wegen Wohnung, so glaube ich. Wegen Vermietung. Ja, das hatte ich.
Ich sicherlich. Es müsste auch ein Angebot im Netz stehen. Ja, sie sind interessiert, oder was? Ja, ich wollte es mir nur irgendwas einmal gegenchecken, ob ich die Daten richtig habe. Ich habe es nur vom Kumpel gekriegt. Was war das nochmal für eine Wohnung? Das ist eine Wohnung am Rheileck direkt, das ist ein unsanierter Altbau. Die hat zwei bewohnbare Zimmer. Küche ist schon eigentlich alles drin, wenn sie die Möbel behalten wollen. Ansonsten kann man die auch noch rausnehmen, aber Herd und sowas ist auf jeden Fall drin. Es ist ein unsanierter Altbau, machen sie sich nicht ganz so viel Hoffnung von wegen Komfort und so. Ansonsten sind die Zimmer jeweils auf 16 Quadratmeter, ich müsste mal genau auf den Plan gucken. Und ja, günstig auf jeden Fall. Kann man am günstig Preis. Heißt Fall was? Das heißt, dass wir uns über den Preis gerne auch unterhalten können, aber bisher waren die Leute immer zufrieden mit 350 warm. Inklusive Strom. Das würde ich Ihnen dann vor Ort erklären. Das ist hier ein bisschen anders, weil halt, wie gesagt, das ist ein unsinniger Altbau. Und das sind circa 80 Quadratmeter. Auch da müsste ich nochmal gucken insgesamt. Das klingt erstmal interessant. Also, haben Sie Zeit? Dann komme ich mit einer Freundin direkt mal vorbei. Ja gut, es ist Samstag. Wie spät haben wir es denn gerade? Letztes Mal auf die Uhr geguckt habe, es ist 13. Ja, gegen 17 Uhr würde ich das einrichten können. Haben Sie denn die Adresse? Wenn Sie mir die noch kurz einmal nennen können. Ja, Sekunde, das sagt er nicht. Ach, Hausnummer ist euch sowieso scheißegal, fällt mir auf. Rheileck 5. Ist so richtig, ist uns egal. Direkt an der Ludwig-Wucherer Straße. Also wenn sie von der LUWU kommen, da bei der Apotheke gleich ist, das ist das Haus. Ah, sehr gut. Prima, danke. Dann würde ich sagen, Ihren Namen vielleicht noch kurz? Hustin. Hustin. Und wie viele Personen kommen? Eine Freundin und ich. Zwei. Gut, dann bis später. Sie klingeln einfach bei Pfeiffer dann, ja? Ja, klar. Gut, Wiedersehen. Wiedersehen. Das klang ganz interessant. Altbau 350 inklusive Strom. Das ist verdammt günstig gefühlt. Das ist wahrscheinlich eine ziemlich abgefragte Bude, aber ich mag sowas. Ja, das ist schon ziemlich gefragt, aber hey, warum nicht? Dich würde das mehr stören als mich? Ah, das glaube ich nicht. Okay, cool. Ich bin auf dem Land groß geworden. Ich bin in Bärung gewohnt. Oh, okay, oh, das ist so heiß. Tja. Sei froh, dass es nicht regnet. Das ist billig, weil normalerweise zahlst du echt mehr. Also da kannst du bestimmt nochmal die Hälfte draufschlagen oder so. Ja, mit Sicherheit. Irgendwie wegen. Aber er hat gesagt, es wäre warm, also von daher. Mal gucken, wir können uns die Wohnung hier angucken. Um 17 Uhr haben wir dann Team. Ja, klar, aber ich frage mich trotzdem, warum die Wohnung so billig ist. Ich auch, aber hey, wir werden sehen. Und für just for fun, einfach mal vorbeibringen. Das ist so heiß. Kostet ja nix. Hallo? Ja? Okay. Während Sophie sich gerade wieder wie ein sterbender Schwan den Kopf zurücknimmt, sieht sie, wie Sir William von Ike Fisher, einer der Wunschmütter, der Biomütter, der schlimmsten aller Mütter, ihren Schlüsselbund klaut und wegfliegt. Es ist ein kleiner, denn sie hat ja keine Verantwortung, offenbar. Vielleicht war es auch nur der Fahrradschlüsselbund. Okay, es ist jetzt natürlich. Aber auf jeden Fall klaut ihr den Schlüssel. Sie ist darüber wenig erfreut. Ja, pass auf, lehn dich nicht so nach hinten. Sonst kippst du gleich noch um. Ich werde niemals umkippen. Just saying. Allerdings wird das jetzt bestimmt 10 Minuten dauern, bis der den Schlüssel wieder rausrückt. Und ich habe keinen Bock, dass der gleich hierher kommt und mich die Vorzeigemutti dann anfängt zu nerven. Lass mal abhauen. Dann kriegst du ihren Schlüssel nie wieder.
Du weißt schon, dass wir... Ist ja auch nicht drauf auf. Außerdem ist das bestimmt eine von den Muttis, wo auch noch die Adresse dran steht, damit jeder Dieb sofort weiß, wo er hin muss. Kann ich ja, aber wir müssen hier noch warten, bis Daria und Gerd wieder kommen. Warum? Weil deren Tisch hier noch steht. Schreib denen doch schnell eine SMS. Ja, und dann haben die ihr Handy dabei. Ich kenn oder die doch. Per WhatsApp. Die haben ihr Handy nicht dabei. Aber garantiert haben die ihr Handy dabei. Ich schreibe den beiden, weil die sind sowieso immer in Bierform unterwegs, den Text so von wegen, wir haben fertig gegessen, müssen doch los, Martin ist auch weg, kommt ihr noch wieder, euer Tisch steht hier gleich alleine sonst. Ja, du kriegst erstmal keine Antwort, aber wer klaut einen Tisch? Naja, der Grill steht ja noch da und außerdem wäre das unfair, wenn man die Leute jetzt, wenn wir die jetzt, ne, wenn die sind extra mit Auto gekommen, weil Daria trinkt ja keinen Alkohol. Sprich, Gerd darf auch keinen Alkohol trinken. Ne, dann ist halt kacke. Wieso bist du mit solchen Leuten befreundet? Naja, Gerd ist ganz cool. Okay. Wenn sie nicht dabei ist, aber sie ist ja immer dabei. Verstehst du nicht, wie es war, Mann? Es war die schönste aller Männerfreundschaften und dann kam sie. So läuft das immer. Exakt. Ja, sicher. Du weißt nicht, wie viele Freunde wir schon verloren haben an die Weiber. Das ist schlimm. And another one bites the dust. Wahre Liebe zerstört. Nur wie ich mir ein paar Brüste. Und dabei sind die nicht mal groß. Also gut, ihr bekommt erstmal keine Antwort, aber ja. Punkt. Ja, es wäre halt voll unfair, denen das jetzt quasi alles einzuhalten, dass sie halt alles selber wegräumen müssen und so. Deswegen chillen wir jetzt noch ein bisschen rum, sagen. Bis eine Antwort kommt. Deswegen was? Bis eine Antwort kommt von dem. Achso, nach 10 Minuten wird dann schon eine Antwort kommen, dass sie dann jetzt auch langsam zurücklaufen. Klasse. Dann werden die auch bald da sein. Wir haben in der Zeit sogar schon mal, Sophie war schon nett und hat schon angefangen, den Tisch wieder zusammenzuklappen und solche Sachen. Genau. Ja, den Müll in den Müll. Das ist das Schlimmste beim Grillen, dass wir eigentlich nur den Müll irgendwie zusammensammeln und irgendwo wegpacken und dann mitnehmen. Eben. Ja, so halt die wichtigsten Sachen halt zusammengeräumt. Ich hoffe, ihr benutzt die, zumindest habe ich das nur in Halle gesehen, die Halle-typischen neben den. Also es gibt die Mülleimer im Park und dann hast du daneben so eine extra Tonne oder eher so ein Behältnis für Glasflaschen, wo dann die ganzen Pfandsammler immer kommen können. Ich hoffe, ihr benutzt das. Ansonsten seid ihr keine Menschen. Natürlich benutzen wir das. Wir sind auf, also ich bin auf Ordnung bedacht. Sehr gut. Sophie guckt mal, ob sie das Biest nicht irgendwann doch nochmal irgendwie an sich ranbekommt, um den Schlüsselbund zurückzubekommen. Ich vermute, da du öfter dort bist, wird er dort Verstecke haben, wo er Sachen, die ihm gefallen, platziert. Oder? Entweder das oder er bringt sie sogar mit zu ihr. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie das tut. Dann kann es sein, dass er ihn irgendwann zurückbringt, aber du bist halt nur so 8 Meter von der Alten entfernt. Dann geht Sophie halt ein bisschen weiter weg. Ach so. Ja, er wird ihn irgendwann anbringen. Also wird auf deiner Schulter landen und dir das Ding in die Hand fallen lassen. Dann, streicht sie ihm nochmal übers Gefieder. Er wird mit seinem Schnabel in deinen Haaren rumwirschen. Sie hat aber jetzt auch kein Problem damit, mit dem Biest zusammen zu dieser Frau zu gehen und ihr den Schlüsselbund zurückzugeben. Ja, die wird aufblicken. Das ist ihrer, glaube ich, oder? Ja. Bitteschön. Ist das ihr Tier? Das kann man so nicht sagen. Brauchen sie da nicht irgendwie eine Genehmigung oder sowas? Die habe ich. Aha. Und sollten sie da nicht vielleicht ein bisschen aufpassen?
Worauf denn? Ja, dass er nicht halt Unfug macht. Deswegen gebe ich Ihnen ja jetzt Ihren Schlüsselbund zurück. Hm. Und wegen der Vogelgrippe machen Sie sich da gar keine Gedanken? Es machen Sie ja auch nicht, wenn Sie durch die Stadt gehen. Kai-Uwe, geht da mal weg. Wir gehen jetzt auch. Und spiel nicht im Dreck. Dreck ist gut für Kinder. Bitte sagen Sie mir nicht, wie ich mein Kind zu erziehen habe. Erziehen Sie erstmal Ihren Raben, ja? Ich glaube, der ist besser erzogen als Ihr Kind. Sagt sie, grinst und geht. Triggered! Unverschämtheit! Was man sich hier bieten lassen muss, ist immer noch ein Spielplatz. Sie wird Kai-Uwe an der Hand nehmen. Kai-Uwe ist ja ungefähr, grob geschätzt, so 4 vielleicht um den Dreh. Und wenn sie weggehen, wird sie, da sie eine gute Mutter ist, sich schnell beruhigen und schon mal die ersten Englischvokabeln aus dem Superkindergarten abfragen. Aus dem Elite-Kindergarten. Vermutlich hat sie ja auch ihren Ehegatten kennengelernt bei Elite-Partner. Du weißt schon, Internet-Dating mit Niveau. Furchtbar. Deutsche. Mit Nivea. Ich hoffe, hast du der Mutter gesagt, dass das Spann offen ist? Nicht, dass der Kleine noch fällt. Nee, ich glaube dem Kleinen, ich möchte nicht fies sein, tut's ganz gut, wenn er sich mal eine Schramme holt. Das gehört dazu. Das kann sein. Gut, hilfst du kurz? Daria ist schon vorgegangen zum Auto und hat ihren Salat da eingepackt. Aber selbstverständlich helfe ich kurz. Das ist doch freundlich. Ach so, warte mal, wenn Daria kurz zum Auto ist, dann ist ja hier Gerd da. Ja. Habt ihr eigentlich noch, Daria hatte sich da irgendwas mitgebracht hier zum Essen, Gemüsedings. Ist das hier noch irgendwo? Hab ich das nicht gesehen. Aus dem Augenwinkel siehst du, wie 3 Nutrias es unter sich aufteilen. Keine Ahnung, hat sie das nicht schon gegessen? Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Danke fürs Aufräumen. Danke für den Grill. Martin? Den haben wir vorhin kurz gesehen. Ja, Martin hat sein Fahrrad geklaut gerade und er ist jetzt irgendwie zu dem Typen, der das wieder geholt hatte oder so. Okay. Irgendwie so um den Dreh. Auf jeden Fall ist Daya da bei ihren Eltern und da habe ich Lan angesetzt. Bei mir. Mit allem. Du weißt schon, 48 Stunden mindestens wach, nur Energy Drinks, nur Cola, nur Schnaps. Du brauchst dringend mal wieder Schnaps. Ja, wir fangen seicht an. Wir zocken erst wirklich ein bisschen. Solange Daria nicht da ist, wollen wir dich völlig breit. Ja, aber erst zocken wir. Wir nehmen uns vor, dass wir ein bisschen zocken. Okay, ich sag dir, was der Plan ist. So, und dann kommt später noch... Ich bring meine NES mit. Schnaps? Wäre cool, wenn ihr mir vorher noch ein bisschen helft, den wichtigen Kram aus der Bude mal kurz auf den Dachboden zu schaffen, dass wir nichts zu trampeln. Und halt nur, weiß ich nicht, frittierte Hühnerherzen oder irgend so ein Shit wird es da geben. Freitag 16 Uhr bis Sonntag 16 Uhr. Also, 14 Uhr müssen wir vielleicht anfangen aufzuräumen. Ja, das kriegen wir hin. Geil. Ich schreib dir nochmal. Top. Das freut mich. Du siehst deinen Glanz in seinen Augen, wie er ihm schon vor langer Zeit abhanden gekommen ist. Ja. Die letzten 7 Monate waren die schlimmsten seines Lebens. Gut. Dann wird er sich verabschieden und gehen. Ja. Er hat sich so gefreut. Definitiv. Ich muss unbedingt auf dieser Party. Und die ganzen Bros müssen alle mit dabei sein. Das sehe ich total ein. Boah, es wäre so kacke, wenn Daria nicht wegfährt. Wieso ist... ja, weiß ich bestimmt. Das wäre so... Nicht. Ja, das ist... Es passiert zum Glück. Hin und wieder mal, dass sie wegfährt. Du wolltest was fragen? Nee. Gut. Ich habe mir meine Frage schon selbst beantwortet. Oh, das ist gut.
Das sind immer die liebsten Fragen. Ja, ich weiß. Sehr schön. Ja, dann noch das da auf den Arm und dann können wir los. Können wir. Und kennst du die Zugverbindung, die wir nehmen müssen nachher? Was ist Zugverbindung? Naja, zu dieser komischen Straße hier. Ich hab's ja aufgeschrieben. Dort. Dorthin. Von dort, wo ihr jetzt seid. Na gut, ihr habt jetzt ein bisschen Gepäck, das ist ungünstig. Würdet ihr vielleicht 15 Minuten laufen, es ist noch ein bisschen steiler bergauf. Ansonsten, je nachdem, wovon ihr fahren wollt, also wenn wir mal zentral ausgehen vom Marktplatz, dann vielleicht 10 Minuten Bahnfahrt, vielleicht 12. Und David wohnt ja zurzeit ein bisschen weiter weg für ihn. Ich meine, es ist jetzt gerade irgendwie, was weiß ich, 14:30 oder so. Es würde sich schon noch lohnen, nach Hause zu fahren, aber so richtig nicht. Wir können das Gepäck sonst auch bei mir so lange unterstellen, dann müssen wir den ganzen Kram nicht mitnehmen, das liegt ja fast auf dem Weg. Jo, und sonst hätte ich jetzt gesagt, wenn du nicht in die Wohnung willst, mit jemandem gepackt, so schlimm ist es nicht. Ich verbringe da nur nicht gerne mehr Zeit als notwendig. Und bei Wally kann ich jetzt auch nicht mehr schlafen, da ist langsam aber sicher. Ich habe ihre Gastfreundschaft überreizt. Beziehungsweise eher die ihrer Mitbewohner. Oder noch spezifischer, die des Katers. Wieso die des Katers? Ja, dann möglichen müsste er mit. Weil der arme Körper Klaus nicht mehr aus seiner Ecke rauskommt. So ein Rabe ist ja auch groß und gemein. Der ist überhaupt nicht gemein. Du kennst deinen Rahmen aber schon, oder? Ja. Siehste, er ist manchmal gemein. Auf lustige Art und Weise, aber. Sozial inkompatibel manchmal in einigen Situationen. Ja, zum Beispiel jetzt ist es echt warm. Und du musst ihn rumschleppen, weil er zu faul ist zum Fliegen. Ja, irgendwie liebt er mich immer in den genau falschen Augenblicken besonders. Na, wenn du mich jetzt tragen könntest, wäre das auch viel cooler. Hä? Naja, ich würde auch nicht laufen wollen. Ach so. Ja, wie gesagt, wir können den Kram bei mir unterstellen. Machen wir das so. Ja, ich werde euch aufmachen. Ich habe vergessen, wo du gewohnt hast, aber ist auch völlig egal. Den Scheiß dort unterstellen. Aus dem Zimmer deines Mitbewohners dröhnt Musik. Scheiße. Herzschmerzmusik? Ja, ich dachte erst, aber wir lassen das mal aus. Es dröhnt einfach nur Musik. Der ist ganz so schlimm, muss er ja auch nicht sein. Es muss ja einen Grund gegeben haben, warum du überhaupt in dieser komischen Situation warst. Ihr lauft nur deiner Mitbewohnerin über den Weg, die versucht, einen neutralen Gesichtsausdruck zu wahren und sich ein Lächeln abringt. Allerdings wird wohl klar, dass sie nicht, wie es angemessen wäre, die schwesterliche Frauenzusammenhaltstour fährt und dass sie Stellung bezogen hat in diesem Wohnungsgemeinschaftskrieg. Ah, Krieg ist es nicht. Klingt aber schöner, als wenn ich sage, in dieser Wohnungsgemeinschaftsauseinandersetzung. Ja. Deswegen ist es Krieg! Krieg! Ist ja okay. Hallo! Hi, na, wie David. Geht's dir? Gut, ich hab grad super viel zu tun, sind noch ein paar Prüfungen. Hast du noch Prüfungen? Frag lieber nicht. Dienstag noch eine und dann. Dann bist du vorbei. Jo. Cool. Ja. Schlimm sowas, ne? Immer diese Prüfungszeit. Ach naja, wir haben es eigentlich noch ganz gut getroffen. Ich meine, es geht schon. Ich bring dann nochmal, also ich werde das erstmal spülen. Wäre gut, wenn du auch nochmal irgendwann was machst, ne? Und dann wird sie in die Küche gehen. Ist das ein Ingame-Lachen? Ja. Achso.
Er wäre tatsächlich gut, wenn ich irgendwie mal in den letzten 2 Wochen hier geschlafen hätte. Guck mal auf den Putzplan da vorne. Da steht dein Name, du Putz. Du bist Das jetzt dran. stimmt, aber ich war nicht hier. Das ist ja Ein egal. Putzplan, der, wo die Klammern weiter rutschen. Ne? Also einen sehr schön gebastelten auch. Und da sind jetzt auch alle Klammern bei dir angelangt, denn das geht ja rhythmisch weiter. Ist ja scheißegal, ob du da bist, du verschmutzt. Also das verschmutzt ja trotzdem. Das stimmt. Ah, schön. Lass mal zu der Wohnung gehen, ich habe jetzt keine Lust zu putzen. Das kann ich gut nachvollziehen, ich meine, so wie es hier aussieht. Gut, ja, brauchst du sonst noch irgendwas aus dieser Runde? Nochmal ein paar frische Sachen, aber die hole ich mir später. Okay, gut. Ich muss mir sowieso überlegen, wo ich die nächsten Nächte penne. Deine Augen meinen es hier drin wesentlich kühler ist als draußen. Und ich meine sowohl emotional als weniger temperaturtechnisch. Ja, zur Not hätten wir ja noch, hab ich noch eine Couch, aber das wäre es auch. Nur, Die nehme du ich. weißt ja, Einzimmerwohnung, ne? Die nehme ich. Gut. Cool. Na, dann schauen wir mal. Ja. Ladies first. Gott, was habe ich hier eigentlich für eine Kündigungsfrist? Ich habe keine Ahnung. Darf ich es dir sagen, ja? Ja. Sie ist Hauptmieter, du bist Untermieter, damit hast du im Wesentlichen keine Kündigungsfrist. Also ab sofort kannst du es machen. Cool. Gut, dann Du lass musst mal dich gehen. dann nur mit ihr einigen, wann du deine Kaution zurückkriegst. Und wie viel? Ich meine, sie ist ja die Verantwortliche, sie trägt ja die Verantwortung, sie ist ja auch haftbar in dem Sinne als Hauptmieterin. Und wenn sie natürlich dann befindet, dass du dein Zimmer in irgendeiner Weise nachhaltig geschädigt hat, wofür sie dann aufkommen muss, kann sie natürlich schon auch sagen, hier so nicht. Ich meine ja nur. Das stimmt. Spätestens als die Tür zu ist und wir den Flur hinuntergehen, meint Sophie nur, Gott, sie soll endlich mit ihm ficken und dann ist das alles vorbei. Ja. Dazu würde helfen, glaube ich. Ja. Da ist ein bisschen Spannung in der Luft. Ein bisschen. Und dann bin ich den moralischen Makel los, dann hat sie nämlich ein schlechtes Gewissen und er auch. Wieso? Jetzt ein bisschen. Die haben da ja nichts verbrochen, die haben ja niemanden betrogen. Das stimmt. Trotzdem. Sie war dann quasi nur da und hat ihn geküsst. Also im Prinzip hat sie nichts falsch gemacht. Nein, im Prinzip nicht, aber im Prinzip wird es auch immer als moralisch verwerflich gesehen, wenn man dann direkt wieder und so weiter, ne? Zumindest von ihr. Kennen sie. Ich frage mich immer noch, welcher Affe den das überhaupt gesteckt hat, wenn ich den Typen erwische. Da waren einige Leute auf Warte. Also werden wahrscheinlich einige gesehen. Was hast du denn genau gemacht? Ja, nicht mal so richtig was, das ist ja das Schlimme dabei. Also vielleicht ein bisschen, aber ich sag mal, ich habe nicht mit ihm gefickt, davon mal abgesehen. Ich Dann hat glaube, sich der das ja nicht. David. Entschuldigung. Da hat sich das ja nicht mal gelohnt. Stimmt. David, du warst ja auch da und du kannst dich zumindest an einen Moment intensiveren Rumgeknutsches erinnern. Mit Handeinsatz. Ja, das ist ja egal. Ich sag nur, was du weißt.
Egal. Gott, ich brauche eine Wohnung, ich muss da raus. Da sind wir ja am besten Weg dahin, ne? Ja. Dann macht euch auf den Weg. Ja. Gut. Bei dem schönen Wetter macht das Spazieren natürlich nicht unendlich viel Spaß. Allerdings macht das Bahnfahren noch weniger Spaß. Also lauft ihr. Ich meine, es ist wie gesagt ein Stück bergauf, aber mein Gott. Ihr kommt vorbei am Universitätsplatz mit dem dicken, fetten, geilen Audimax und dem Juridikum, das ein eigenes kleines Café hat, wo tatsächlich häufig in Anzug gekleidete Studenten davor sitzen und sich abheben vom gemeinen Pack, das dort an der Universität ist, und vorbei am Immatrikulationsamt, dem Löwengebäude, das ja tatsächlich zwei dicke, fette, geile Goldlöwen davor hat, von denen man ja sagt, wenn man sich draufsetzt, schafft man sein Studium nicht. David fällt ja. Eine Frau feuerroten Armes, Alter, es ist schon zu spät übrigens. Feuerroten Haares, großgewachsener, schlanker Gestalt, auf die, ich sag mal, nicht nur sein Blick fängt, Sophie, dein Blick fängt allerdings Sir William van Eyck Fischer, und die sanft über den Rücken und die Mähne dieses goldenen Statuettendings streicht, und es wirkt fast so, als würde sich die Statue kurz regen und ein wenig strecken, aber es muss wohl eine... Die Sonne ist ja auch für vieles verantwortlich. Und das Bier. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du mal kurz angesetzt hast. Hä? Ich habe das jetzt nicht mal OT verstanden, was du von mir willst. Also, da ist die Tante. Ja. Die streicht über den Statuenrücken des Löwen. Mhm. Und das wirkt so, als würde die Statue sich recken, die Klauen etwas nach vorn ausspreizen, wie so eine Katze, denn letztlich ist es eine Katze. Den Kopf ein wenig schütteln, okay, sodass die Mähne sanft dann an ihm herabfällt, und wenn man dann kurz blinzelt, ist das alles weg und sie geht langsam auf das Portal zu, das sich dann öffnet. Welches Portal? Wo welches? Von dem Gebäude, von dem Gebäude. Sie geht rein, aber davor sind so an beiden Seiten halt Löwenstatuen. Ah, verstehe. Ja, das war wohl komisch. Das stimmt. Ihr geht weiter. Ihr bemerkt, dass auf dem Weg mindestens zwei gute Dönerläden sind. Das ist ja immer schon mal wichtig, dass man sich orientieren kann. Kommt dann irgendwann am Rheileck an. Das ist eine relativ große Kreuzung und die Adresse liegt wohl direkt daran. Das heißt, man hat schon ein bisschen Straßenlärm. Es liegt aber dafür auch in fußläufiger Entfernung des 24-Stunden Edeka, der sonntags nur bis 16 Uhr geöffnet hat. Schön. Sonntags offen. Immerhin. Ja, der 24-Stunden Edeka, wo du sonntagabends 18 Uhr dastehst und du denkst, fuck you. Auf jeden Fall. da ist auch ein wahrscheinlich häufiger passiert. Es ist mir nur einmal passiert, aber das war umso besser, denn die Aale hatte Katzenfutter gekauft und ich musste hungern. Also, worauf wollte ich hinaus? Was auch da ist, ist zum Beispiel ein ganz gut eingerichteter Kunstwarenbedarf. Hey, der ist da sogar wirklich. Und ein ganz gut eingerichteter Tierbedarf, sowie zumindest ein Blumengeschäft. Es ist keine Gärtnerei, aber immerhin ein Blumengeschäft, wo man vielleicht das eine oder andere bekommt. Von außen das Haus, sagen wir es mal so, es ist ein unsanierter Altbau. Der Putz ist an mehreren Stellen nicht nur so ein bisschen abgebröckelt, sondern man sieht großflächig teilweise schon die Backsteine dahinter. Über der Tür, das ist eine dicke, fette Holztür, ist ein Wandbild eingefräst, dass irgendwelche geilen Bitchen mit blanken Brüsten zeigt. Die Klingelschilder sehen aus, als wären sie auch schon vor der Existenz der DDR da gewesen. Ach, scheiße, doch nicht ganz. Naja, gut, aber nicht viel später. Es macht von außen wirklich nicht den Eindruck, als wäre mit Luxus zu rechnen. Aber das wurde euch ja schon gesagt. Das sieht doch richtig gut aus. Ich klinge bei dem Herrn Pfeiffer.
Ja. Ich denke, ihr werdet euch beim Laufen auch Zeit gelassen haben, dass ihr nicht viel zu früh seid, ne? Ist alles in Ordnung. Wir werden vielleicht noch beim Dönerladen, nee, wir haben nicht gegessen, aber wir haben eventuell noch ein Eis gegessen haben, irgendwo oder so. Easy. Na klar. Ja. Klingest einmal und du klingest zweimal. Die Reaktionen darauf fallen spärlich aus. So spärlich, dass sie quasi nicht auffindbar sind. Das ist also nicht viel. Nur noch ein drittes Mal. Mhm. Nach zwei weiteren Minuten öffnet sich die Tür. Ein Mädchen von vielleicht, sagen wir mal, entweder Vorschulalter oder nicht viel drüber. Mit blondem Haar, das in halben Zöpfen ist, weil die sind offenbar schon raus. Da ist auch irgendwelches Gewachs hier, du weißt schon, Ast und Blatt drin, aber nicht so wie Zierat, sondern wie ich hab den Dreck gespielt. Mit einer riesigen Plüschschlange, die ungefähr so lang ist wie sie selbst, die mehrmals um ihren Körper gewickelt hat und die aussieht, als hätte sie durchaus bessere Tage gesehen. Also dreckig und an manchen Stellen gepflickt. Wird euch öffnen und das Kind selbst... Kinder lösen ja den Drang bei vielen aus, zu sagen, oh, wie süß. Sie ist nicht zwingend eine Schönheit. Die Stirn ist etwas zu groß, die Augen zu klein und der Kiefer wirkt einfach unnatürlich. Weiterhin ist sie stämmig. Nicht gut gefüttert wie diese Öko-Kinder, aber stämmig. Sie wird mit verschränkten Armen vor euch stehen, aber so, dass sie noch das Gesicht der Schlange zu euch wenden kann. Ich bin Freifrau Wanst vom Hofe des Salzlandes. Was wollt ihr? Seid gegrüßt, Madame. Ich bin hier der Seneschall von Frau Sophie von London. Und wir würden gerne Einlass bitten. Sie legt den Kopf schief und mustert euch. Ich würde mich sogar vor ihr beugen. Mit einem Kratzfuß. Dann würde sie sich von der Schlange offenbar was ins Ohr flüstern lassen. Und was ist euer Willen? Was ist euer Gewollt? Wir begehren zu sprechen den Herrn des Hauses. Herr Sir von... Pfeiffer. Der ist doch kein Sir. Achso, Entschuldigung. Was ist er denn? Eine Ziege. Oh, dann wollen wir die Hofziege sprechen. Hammelfleisch. Ja. Dann wird sie auf dem Absatz kehrt machen und das Haus reingehen. Und winken, dass sie hinterher kommen sollte. Okay, ich gehe hinterher. Cooles Kind. Sophie geht hinterher. Im Haus selbst empfängt euch eine wohlige Kühle. Ja, es riecht auch nicht vermodert. Schimmel scheint zumindest im Treppenhaus noch nicht vorhanden zu sein. Oh, das ist so kühl. Dafür erwarten euch links ein paar abgebaute Briefkästen und etwas weiter dann auch, ich sag mal, Stromzähler, und Sicherungen. Das sind noch Schraubsicherungen, die größeren, die kennt man vielleicht noch. Es ist eine Pracht. Es sind schwere Steinstufen, von sieht man ein Holzgeländer mit einem kleinen Fratzenkopf aus Holz darauf, mit dämonischen Hörnern und einer etwas, der erstreckt die Zunge raus und sein Mund ist komisch geformt, als würde man da vielleicht irgendwie was reinstecken sollen, vielleicht ein Besen oder sowas würde auf jeden Fall reinpassen. Dem wird auch natürlich angemessen von dem Wanst die Zunge rausgestreckt, bevor sie in den Garten dahinter geht. Ach so, wenn ihr folgt, seht ihr noch links, dass da eine Kellertreppe ist, die aber zugeschlossen ist und wo auch dran steht, dass das Betreten untersagt sei. Dann erwartet euch ein Garten, der von einer erfrischenden Unordnung geprägt ist. Ihr seht auf jeden Fall eine dicke, fette Lagerfeuerstelle, die so aussieht, als würde sie allen europäischen Normen zur Lagerfeuermachung im Innenhof von 74 Metern Größe gerecht werden. Ein kleiner bunter Holzschuppen, ein paar Bäume mit einem Baumhaus, selbstverständlich. Allerdings ist der Baum schon auf Nachbarsseite, wie auch immer. Es ist nicht irgendwie, was ihr pflanzt von wegen Blumen,
Es gibt ein paar der Bäume sind Apfelbäume, aber halt eher wild belassen. Viel Gras, ein wenig Dreck. Und eine Ecke ist mit einem Baumstampf, einem abgesägten Verdingst. Und da ist ein paar 30-jähriger Typ mit krausen Haaren, der sich gerade daran macht, einen, wie es aussieht, Holzbriefkasten zu schleifen, den er offensichtlich, wenn man die Materialien und den ganzen Shit in der Umgebung bedenkt, selbst zusammengezimmert hat. Natürlich steht er da oberkörperfrei, kräftig schwitzend mit, ich will nicht sagen wallendem, aber doch durchaus beeindruckendem Brusthaar. Auch am Bauch und Rücken kann man davon sprechen, dass das noch ein echter Mann ist. Drahtig ist er. Und, wow. Ja. Scheiße, kein Oberfrei. Abbruch, er trägt ein, hier, wie heißt es? Tanktop, sagt man im Deutschen. Gesagt, getan, so der ein Womenbeater. Nein, das war das Einzige, wobei ich bei ihm denken musste. Nicht oberkörperfrei, ich ziehe mein Angebot zurück. Er, meinetwegen hat er Shorts an, also nur Shorts. Keine hier Oma-Schlüpper, aber dann halt nur ein Unterwäsche, aber nicht oberkörperfrei. Okay. Dem wird dann herrschaftlich von Freifrau von Wanst gegen das Schienbein getreten, woraufhin er sich umdreht. Oh, ist es schon so spät. Guten Tag, Sie sind Hi. Ja. Hussein. Ich vergesse immer deinen Nachnamen, Mann. Ich habe ihn auch schon wieder nur halb verstanden. Ich muss mir jetzt dringend aufschreiben, Daddy. Hussein. Kannst du mir das mal ins TS schreiben? Nö. Alles klar. Okay, Sekunde. Ja, Herr Hussein, so, Pfeiffer, er streckt ja die Hand aus mit einem kräftigen Handedruck. Hallo. Und Sie sind dann hier die Begleitung, ja? Ja, die Namenlose. Das kann man ja ändern, ne? Sophie. Milboro, Entschuldigung. Ja, okay, gut. Schön. Ist ja jetzt alles sehr kurzfristig, also ich hab nochmal drüber geguckt, ich hab ihn vorhin, ich hab das verwechselt mit den anderen Wohnungen. Die sind in den, also links und rechts im Haus sind die immer unterschiedlich groß, das heißt, sie verfügen über 65 Quadratmeter, die beiden Zimmer, die bewohnbar sind, sind dann aber, wie bereits gesagt, 16. Und ja, ich würde sagen, ich zeig ihnen einfach alles, ja? Ja, das nicht. Achso, das wäre dann eine ihrer Briefkasten, weil ich gesehen habe, dass manche der Metallbriefkästen, die wir hatten, nicht mehr richtig schließen und das wird also noch. Oh, sieht so gut aus. Ja, habe ich auch Mühe gegeben. Dann wird er mit euch hochgehen in den zweiten Stock. David, die Stufen sind, du bist kein kleiner Mann, aber die Stufen ziehen sich einfach, je weiter nach oben ihr kommt, scheinen die immer höher zu werden. Aber mag auch daran liegen, das ist ja doch einen ganzen Tag, wart ihr an der Hitze. Was ihr sofort bemerkt, in den meisten Etagen, also nicht in den Etagen, wo dann die Wohnungen abgehen, sondern in den Zwischenetagen, stehen Stühle und Aschenbecher. Mal mehr und mal weniger gefüllt. Fenster sind alle aus Holz. Das seht ihr schon im Treppenhaus. Dann wird er die Türe zu vielleicht eurer Wohnung öffnen. Auch die ist erstmal kühl, angenehm kühl. Es ist Dielenboden und zwar noch welcher, der zwar mal abgeschliffen wurde, aber das Ding ist halt, ich sag's, glaube ich, schon jetzt öfter, alt. Links abgehend, wenn er die Tür öffnet, das wäre dann quasi ein Raum, wo nur eine Toilette ist. Der ist, glaube ich, 6 Quadratmeter groß oder so. Da hinten das Fenster müssten wir nochmal umbauen, dass man das wieder schließen kann. Das ist ein Kippfenster. Sollte im Sommer aber erstmal kein Problem sein. Das kriegen wir aber alles hin. Also generell können wir hier über verschiedene kleine Sachen auch noch reden, ne, die wir noch ändern können. Hier rechts ist das, ich weiß nicht, ob Sie das zu einer Art Gemeinschaftszimmer oder sowas machen wollen. Das ist 18 Quadratmeter groß. Das können Sie nicht vermieten. Da ist keine Heizung drin und da können wir auch keine einbauen.
Und Sie sehen ja an den Holzfenstern, das wäre zumindest im Winter etwas ungemütlich. Aber bisher hat sich auch noch keiner über irgendwie Schimmel oder irgendwas beklagt. Einfach weil die, kann man ja ehrlich sein, weil die Wände tatsächlich einfach zu porös sind und sich da nicht wirklich was entwickelt. Sie sollten trotzdem natürlich nie irgendwie große, schwere Möbelstücke mit großen Flächen natürlich an die Außenwände stellen. Ich denke, das ist klar. So, das ist die Küche. Wie Sie sehen, wir haben hier schon eine Arbeitsplatte und alles drin. Das ist noch, das können wir rausnehmen, wenn Sie das möchten, aber sie ist eigentlich noch ganz schick, genauso wie ein Kühlschrank. Das ist nicht der größte, da müssten Sie gucken, ob Sie was anders wollen. Das Ganze läuft mit Gas, und zwar Verbrennungsgas. Das heißt, Sie haben hier einen normalen Gasherd, wie Sie ihn vielleicht kennen, aber der Ofen wird auch, ich kann Ihnen das mal anmachen, mit einer Flamme betrieben. Das funktioniert sehr schnell. Beim Kochen muss man sich ein bisschen umgewöhnen, beim Backen dann auch, weil Feuer halt doch was anderes ist. Es ist aber eigentlich sehr verbrauchsam, also die Kosten sind tatsächlich überschaubar. Die Heizung, weil wir gerade dabei sind, hier in der Küche ist eine, im Bad ist eine, nicht in dem Toilettenraum und in Ihren beiden Zimmern. Auch da Feuer, das sind Gamat-Heizofen, die macht man dann im Herbst, sobald man halt das Gefühl wird, dass es einem zu kühl wird, an. Und wenn es doch mal zwischendurch nochmal irgendwie Altweibersommer oder so sehr warm wird, dann drehen sie die einfach fast, also drehen sie die runter auf fast aus, dann verbraucht die ungefähr so viel wie ein Feuerzeug. Und funktionieren ganz ähnlich wie ein Gasherd. Das heißt, wenn Sie es sehr warm möchten, dann drehen Sie die volle Bude auf und dann wird das sehr schnell warm. Und wenn Sie die abdrehen, hält das die Wärme auch nicht so besonders gut. Ja, so. Hier hinten hätten wir dann Ihre beiden Zimmer. Sie haben gleich noch Zeit, sich da genau umzugucken. Ich würde es erstmal im Schnelldurchlauf machen. Wie gesagt, da gibt es nicht viel zu sagen. Die Hochbetten sind jetzt noch drin, die können wir auch rausnehmen. Würde ich Ihnen aber gar nicht raten, weil die sind stabil. Ich habe das nochmal überprüft. Solange Sie da nicht irgendwie, 4 Leute draufpacken, ist das alles überhaupt kein Problem. Die erweitern halt nochmal die Wohnfläche um ein ganzes Stück. Und ja, die sind noch top, die sind auch nicht irgendwie dreckig oder sowas. Und ja, das ist hier dann der Badraum. Mit Dusche, mit Waschbecken. Eine Waschmaschine haben Sie hier nicht. Sie haben ja auch keinen Waschmaschinenanschluss. Das können wir nicht installieren. Das Wasser wird ebenfalls mit einer Flamme erhitzt. Das ist kein Durchlauferhitzer. Das ist also kein Stromfresser. Wir haben einen Vertrag mit dem Waschsalon. Der ist eine Straße weiter. Seit Jahren schon, wo dann quasi das ganze Haus seine Wäsche hinbringt. So dass es für Sie sehr günstig wird. Das ist in den Nebenkosten drin, solange Sie es nicht übertreiben. Ich kann Ihnen die genaue Anzahl an Wäschen dann später noch geben. Aber bisher hat das eigentlich eben ausgereicht. Das ist natürlich ein Weg mehr, den man gehen muss. Aber insgesamt ist die Wohnung ja auch relativ günstig. Ja, ich glaube, das war soweit alles. Ach ja, weil sich immer alle wundern, dass das Bad hier ist nicht ebenerdig, das läuft ein bisschen schräg zu, sehen Sie vielleicht. Und da hinten ist ein Abfluss. Falls mal irgendwas ist, ist das sehr praktisch, wenn zum Beispiel mal das Waschbecken irgendwie überläuft, weil was auch immer, oder ein Rohr platzt, dann wird das Wasser in diese Ecke laufen und dann ablaufen. Das wird direkt dem Grundwasser zugeführt. Und ja. Oh, okay. Genau. Was wir... Das wäre noch wichtig. Sie sehen, das sind hier alles Holzfenster. Die bieten nicht dieselbe Dämmung gegen Lärm und auch nicht gegen Witterung wie Plastikfenster. Wir haben im nächsten Monat ein Treffen mit der ganzen Hausgemeinschaft, ob wir da die Fenster erneuern lassen, auf den neuesten Stand bringen lassen. Das sollten wir natürlich dann am besten auch vor irgendwie dem Wintereinbruch klären. Und ich würde das auf die Miete natürlich draufschlagen. Das würde sich nach bisherigen Rechnungen ein halbes Jahr lang auf 30 Euro dann pro Wohnung nochmal belaufen. Aber das würde sich zwischendurch nochmal entscheiden. Oh, das hatte ich vergessen. Internet-Telefonanschluss ist alles überhaupt kein Problem. Fernsehanschluss gibt es hier nicht. Ja. Okay. So, Sie können sich erstmal alles ansehen. Wenn Sie Fragen haben, ich bin direkt vor der Tür. Ja, prima, dann schauen wir uns das nochmal an. Ja, natürlich. Da würde rausgehen.
Und was sagst du? Ich find's cool. Ja, wir sind zerschossen, aber sonst. Wie viel Preis kann man nicht sagen, ne? Finde ich jetzt nicht so schlimm. Halt ultra günstig. Yep. Was sie bemerkt ist, dass einer die Südwestseite hat und einer eine eher nördliche Seite. Okay, wenn dann ist die Nordseite meine. Sie grinst. Dann hast du's, im Winter wärmer und im Sommer auch ein bisschen, aber Hauptsache Winter. Ja, aber im Winter, im Sommer auch. Ich gehe mal in den Sommer, wir sind ja im Sommer, ich gehe mal in das Zimmer. Wie warm ist es da drin? Da hängen jetzt keine Gardinen und kein sonstiger Sonnenschutz, ne? Ja. Schon warm. Aber die Wärme scheint sich nicht zu stauen. Und dadurch, dass die Kreuzung ein bisschen größer ist, hast du auch keine Wärmestauung von irgendwie anderen Gebäuden. Also von außen meine ich jetzt, es ist schon aushaltbar. Aber es ist natürlich schon eine südlichere Seite, ja. Aber das geht. Das ist gut. Das kann man machen. Also es ist nicht viel anders als in anderen Häusern, die ähnlich gelegen sind. Du stirbst da drin auch nicht. Und da sind jetzt auch keine Bullenhitze, sag ich mal. Ich sag mal so, kann man machen. Wer? Kann man machen. Ich hab schon, Kaban mag das. Nein, kann man machen. Achso. Du hörst doch nur das, was du hören willst. Hehehehehe. Kaban existiert noch nicht. Ich bin einfach nur mega taub und mein Gehirn versucht zum Glück noch Sinnzusammenhänge irgendwie herzustellen. Und David wurde noch nicht verraten von irgendwelchen herzlosen Bastarden. Bumm. Na, keine Ahnung, was sagst du? Naja, kann man machen. Also es ist halt, man muss da eventuell hier ein, zwei Sachen noch tun, aber die neuen Fenster wären vielleicht ganz cool. Kann man machen, muss man aber nicht. Also Isolierung wäre es nicht bringen. Ach, Entschuldigung. Die Feier gestern war einfach zu hart. Ich bin ja so um 9 Uhr nach Hause. Okay. Guck mal, Sir William gefällt's auch, der sitzt schon auf der Fensterbank. Na guck. Die macht das Fenster auf und lässt das Tier rein. Er fliegt als erstes in die Küche. Der glaubt echt, der findet da was zu fressen. Der ist ziemlich schlau. Ja, dummerweise. Einmal in einer Bein, hm? Tja. Und was sagst du, Sir William? Er pickt gegen eine Tür, die euch vom Vermieter ja nicht irgendwie speziell benannt wurde. Die von der Küche abgeht, eine kleine da. Müsstet ihr beide den Kopf einziehen, um überhaupt reinzukommen. Ich öffne diese Tür. Scheint eine Art. Da ist noch von vorher anscheinend ein kleines Regal drin. Es scheint, und da das die nördliche Seite ist, scheint das eine Art Vorratskammer gewesen zu sein. Ist da noch was drin? Nein. Nur guck. Doch, eine einsame Dose Ravioli. Abgelaufen 1940. 41. Oh. Die guten alten Wehrmachtsravioli. Man kennt wer sie. Kennt sie? Wer kennt sie? Die hätten uns fast die Ostfront gewonnen. Na, möchtest du welche haben? Sind ganz frisch. Er wird nach deinem Fuß picken. Nicht doll. Freundschaftlich. Not for you, not today. Come on, little boy. Dann wird er jetzt durch die Wohnung hüpfen, weil überall kann man dort nicht so gut abheben, glaube ich.
Obwohl ja, natürlich. Sie holt ihn sich auf, also holt ihn sich auf den Arm. Ja. Er hat natürlich. In einem Haus soll der eh nicht so viel fliegen. Was ich noch vergessen hatte, ihr habt natürlich eine durchaus mehr als annehmbare Deckenhöhe. Ihr habt dort zwar Hochbetten drin, aber da kann man noch bequem drin sitzen, weil du weißt schon, Altbau. Läuft. Okay, also von mir aus gerne. Ich habe keinen Bock, lange zu suchen, einfach weil ich aus meiner Wohnung raus will. Und ich erspare mir das Putzen. Ja. Ja, dann besiegeln wir das doch. Auf zu neuen Ufern, sag ich mal. Okay, cool. Oh, ich hasse Umzüge. Da muss man immer so viel organisieren. Naja. Nun gut. Cool. Dann? Du kriegst das Zimmer, ich krieg das Zimmer. In der Küche wird, in deinem Zimmer wird geraucht. Läuft. Und im Flur, wie ich jetzt gesehen habe. Also im Hausflur. Genau, im Hausflur. Da ist es okay. Musst du nicht mal nach unten gehen. Cool. Sag ich heute viel zu oft. Einfach nur, weil ich mir wünsche, dass es endlich kalt wird. Das gehört hoffentlich noch ein bisschen. Na dann. Ja, dann. Auf ihn. Wir den Handwerksmeister suchen. Mhm. Wo ist denn der Handwerk? Ihr kommt raus und der sitzt eine halbe Treppe über euch und raucht. Wird dann sein Kippchen ausdrücken und runterkommen. Haben Sie noch Fragen? Sie wollten das mit dem Strom noch näher erklären. Ja, da Sie das ganze Gas hier über die HVAC bekommen, also den örtlichen Anbieter, ist es eigentlich auch nur möglich, oder ist es eigentlich am günstigsten, das auch mit dem Strom halt bei denen zu kaufen. Das ist sicherlich nicht ganz der günstigste Anbieter, aber dadurch, dass die Leitungen so gelegt sind, wird es anders schlecht möglich. Und falls Sie sagen, hier, ich kann das mit meinem ökologischen Gewissen nicht vertreten, die haben jetzt auch diesen, die haben auch Ökostromangebot und sowas. Aber da müssen Sie auf jeden Fall halt zum Platzhirsch gehen. Das ist das einzig Wichtige. Na gut, das ist ja nichts Schlimmes. Ja. Es klappt dann dafür auch auf jeden Fall reibungslos. Na guck. Ja. Hast du noch Fragen? Nö. Eigentlich nicht. Es sei denn, Sie sagen mir jetzt, dass der Witzbold, der da hinten rumhüpft, ein Problem darstellt. Ich habe gerade echt kurz überlegt. Sein Blick fällt auf deinen Raben. Haustiere. Ja, ist ja ungefähr Katzengröße. Da kann ich als Vermieter auch überhaupt nichts gegen machen. Wogegen ich auch nichts machen kann, das wollte ich noch anbringen. Da können Sie auch gleich nach oben hin. Die Tür ist offen. Da ist ein Dachboden, wo, ich sag's mal freundlich, ich habe diese Immobilie auch erst seit ein paar Jahren, das Gerümpel der letzten 60 Jahre ist. Also da ist auch zum Beispiel noch ein Kinderwagen, der ist vielleicht aus den 40ern oder sowas. Ich habe ehrlich gesagt bisher wenig Interesse gehabt, das wegzuräumen. Sie hätten da theoretisch ein kleines Abteil. Ich weiß nicht genau, was da drin ist, was Ihnen zustünde in der Wohnung. Das müssen Sie selbst leerräumen, das sage ich Ihnen gleich so, wie es ist, wenn Sie das überhaupt benutzen wollen. Und ich kann auch als Vermieter nichts dagegen machen, wenn Sie aufs Dach gehen. Das ist ja relativ, das ist nicht sehr schräg, das ist ja sehr eben. Da ist auch eine große, schwere Holzseite davor, die ich dann so nicht abhängen kann. Und es gibt auch keine Möglichkeit, diese Holzluke für mich irgendwie so zu befestigen,
dauerhaft, dass die verschlossen bleibt. Ich kann auch nicht verhindern, dass sie da mit Freunden hochgehen und da im Sommer bei Einbruch der Dämmerung ein Bier trinken oder sowas, ja. Kann ich schlichtweg einfach nicht. Wer bin ich, das überwachen zu können? Ich kann auch nicht verhindern, dass sie auf die angrenzenden Häuser gehen und da die Nachbarn ärgern. Das könnten aber dann dort die Leute unter Umständen verhindern. Da hatten wir auch schon mal Ärger. Ich würde nur, weil das auch sowieso, es wird sowieso kommen, oder es würde kommen, da oben sollte man mit Alkoholgenuss auf jeden Fall vorsichtig sein. Das ist schon eine gewisse Höhe. Und mir ist es nicht erlaubt, offensichtlich, die Stadt hat das zumindest gesagt, da oben ein Geländer zu installieren oder eine Markise oder so. Deswegen ist da mit Vorsicht auf jeden Fall das Ganze zu betrachten, ja? Okay. Okay. Gut. Aber nein, ich habe kein Problem mit. Sie müssten natürlich gucken, hier wohnen natürlich auch andere Leute. Also wir haben ja noch ein paar andere Parteien. Es sind im Wesentlichen alle Wohnungen besetzt, außer einer, die ich zurzeit umbaue in eine Sauna. Müssten sich natürlich, wenn da irgendwas vorfällt oder wenn da irgendwas ist, mit denen unterreden. Aber ich weiß auch nichts von irgendwelchen Allergien. Und die meisten hier sind, doch, mit denen kann man eigentlich bezüglich jeglicher Sachen verhandeln. Gut, das klingt vielversprechend. Ja, das klingt so fast so, als hätten sie sich entschieden. Ja. Wollen wir dann könnte gleich man denn? Bitte? Wann könnte man denn anziehen? Ab sofort. Na guck. Ich würde, wenn wir, können wir gleich zum Du übergehen, ja? Ja, klar. Ist mir mal lieber, weil ich wohne ja auch. Roland und Sophie. Ich würde ansonsten gleich die Mietverträge holen. Da können Sie sich in Ruhe nochmal hinsetzen, wenn Sie möchten, auch in den Garten oder so. Oder ich schließe meine Wohnung auf und die durchgucken. Da wollen Sie es wollen Sie ja sicherlich machen. Es sind eigentlich die Standardklauseln mit ein, zwei Ausnahmen. Die Ausnahmen wären welchen? Ich habe das nicht im Einzelnen im Kopf, aber Sie sollten, also lesen sich das durch und ich lese es mir auch gleichzeitig nochmal durch, wenn mir was auffällt, dann ja, würde ich das nochmal extra anmerken. Klar, ja? Mach so. Klar. Gut, ich muss sie kurz ausdrucken. Wir warten noch im Garten. Da hier kein Tisch ist, würde ich Ihnen einfach raten, in den Garten zu gehen. Dann wird er die Wohnung abschließen und ins Erdgeschoss in seine Bude gehen. Wohnt er überhaupt im Erdgeschoss? Nein, eins drüber. Wir gehen hinaus in den Garten. Sophie dreht sich aus dem Weg raus. Auf dem Weg raus eine Kippe. Schön. Draußen auf dem Dingsblock, dem Schlachtblock, nein, dem Stamm, sitzt die Freifrau auf allen Vieren, umwickelt von ihrer Schlange und beobachtet ein Vögelchen, das an einem selbstgezimmerten Vogelhäuschen gerade Futter gefunden hat. Ich weiß, man soll Vögel nicht im Sommer füttern, das ist denen aber offensichtlich egal. Wenig später wird dann der Vermieter runterkommen und euch die Mietverträge vorlegen. Die sind, er hat erstmal euch also zwei gegeben, wo ihr beide Hauptmieter wärt, was natürlich mit Vor- und Nachteilen kommt, die ihr hoffentlich kennt. Es sind eigentlich alles die Standardklauseln. Hausordnung ist zu machen, aber dazu gehört eigentlich nur Treppe kehren aller zwei Wochen. Ja, gut. Im Wechsel mit natürlich denen, die gegenüber euch wohnen. Des Weiteren kommt dazu, dass die Kündigungsfrist, die ihr habt, einen Monat und einen Tag ist. Und das. Ein Monat und ein Tag. Ja, ja. Ist also doch ein bisschen kürzer als bei anderen.
Dann kommt hinzu, dass ausdrücklich erwähnt wird, dass bei euren Heizungen niemals selbst in irgendeiner Form, wenn das mit dem automatischen Knopf nicht geht, dass niemals irgendwie selbst versuchen werden soll, dieses Feuer anzuzünden, weil eine scheiß Gasleitung in dem Haus verläuft. Nochmal eine spezielle Aufklärung über Yasiruch im Hause. Des Weiteren ist es verboten, am 31. Oktober Blumenkränze im Hausflur aufzuhängen. Und es ist... Warum? Das steht da nicht, es ist einfach nur verboten. Ich frage ihn. Achso, ja. Warum ist es am 31. Oktober verboten, Blumenkränze aufzuhängen? Also ich meine nicht, dass ich Blumenkränze aufhängen will, aber hey. Das ist eine Hausregel, die mit mehreren Parteien getroffen wurde vor einigen Jahren. Ich sage, es hat seine Gründe und wir hatten keine Probleme mehr, seitdem wir das vermieden haben. Und ja, das ist eine lange und komplizierte Geschichte, die jetzt ja nicht... Was ist der 31. Oktober denn für ein Tag? Also Reformationstag. Da hängt man Blumenkränze auf. Normalerweise nicht, nein. Nein, das ist kein übliches hier in den Ländern, die diesen Feiertag haben, da irgendwie Kränze aufzuhängen. Und naja, Halloween wird da jetzt immer noch gefeiert, ja. Aber Halloween-Gedönse dürfen wir aufhängen, nur keine Blumenkränze. Bitte? Weil Halloween-Gedönse dürfen wir aufhängen, nur keine Blumenkränze. Ja, selbstverständlich. Halloween feiern, da... Das können sie natürlich machen. Ich meine, sie sind... Jung, sie werden bestimmt Partys feiern wollen. Also, der Halloween-Party, was soll ich da sagen? Solange da keine Blumenkränze im Haus sind, was sie in ihrer Wohnung machen, geht mich sowieso nichts an. Alles klar. Faszinierende Regel. Ich hätte noch irgendwas, jetzt habe ich vergessen, was es war. Warte. Ja, ich würde es einfach sagen, es war... eine Auseinandersetzung mit Vormietern und der Obrigkeit, und mit der Obrigkeit meine ich nicht mich, ja? Das ist klar. Die Obrigkeit, das kann man so die Bullen. Warum haben die sich dafür interessiert? Das würde mich auch fragen, wenn die Polizei da involviert gewesen wäre, aber da wir gerade bei solchen Sachen sind, was ihnen dann bestimmt auch noch auffällt, am 4. Oktober sind alle Wimpel und Flaggen, was zum Beispiel Nationalflaggen oder alle, wenn sie Fußballfans sind, da irgendwelche Fahnen und so, sind bitte auch aus dem Hausflur zu entfernen und auch nicht so aufzuhängen, dass man die von der Straße zum Beispiel aussieht. Was sie, wie gesagt, was sie in ihrer Wohnung machen, wird mich nie was angehen, aber ja, das ist da auch noch zu bedenken. 4. Oktober? Ja. Okay. Also Shanghai kenne ich ja noch, da gelten besondere Regeln, aber das? Ja. Geil. Ja. Da sagen sie was, ne? Gut. Ansonsten ist eigentlich, ja, ich habe auch nochmal durchgeguckt, ansonsten sind das die üblichen Regeln. Veränderte Kündigungsfrist haben Sie schon gesehen, ja? Warum dieser eine Tag? Hat sich so ergeben, das kann ich nicht genau sagen. Es ist traditionell, aber ich kann Ihnen sagen, dass es für Sie natürlich viel günstiger ist, weil ansonsten halt 3 Monate ist ja doch ein bisschen. Ja, aber dann muss man dann nicht nach, wenn man 1 Monat und einen Tag macht, sind das dann nicht 2 Monate? Ich sag mal so. Wenn es in diesem Vertrag steht, können Sie mich als Mieter immer darauf festnageln, was in diesem Vertrag steht. Und ich kann das, wenn ich wollte, ja, wenn ich wollte, nicht anders durchdrücken. Und ich sag mal, der Mieterschutzbund wird Ihnen das so bestätigen, dass das dass es eine Richtigkeit hat. Das sind dann nicht 2 Monate. Okay. Ich meine, es macht sie nur flexibler, und um das nochmal klarzustellen, wir können uns hier über die verschiedensten Dinge immer einig werden. Ich weiß, dass sie
Wenn es, also wir hatten auch schon Fälle, wir haben ja eine alleinerziehende Mutter leben. Wenn da an irgendwelchen Punkten man sagt, die Miete jetzt kann ich bis zum ersten oder bis zum dritten, was da steht, nicht aufbringen, werden wir uns immer einig werden, wir finden eine Lösung und wir sind da flexibel, ja. Es sind halt, ja, es ist alles machbar. Ich will das, diese Hausgemeinschaft hier auch nicht irgendwie als Kommune darstellen oder sonst irgendwas, aber die Leute hier leben unter Umständen schon länger hier. Die Leute hier sind zumindest zu großen Teilen doch ein bisschen verwachsener und man findet Lösungen, wo sonst vielleicht andere Vermieter keine finden, weil sie nicht vor Ort auch einfach wohnen. Ja? Finde ich völlig cool. Ja. Mich wundert, das ist halt nur ungewöhnlich, deswegen frage ich. Ja, hier ist einiges ungewöhnlich. Das ist auch gut. Ungewöhnlich ist schön. Ja. Ihre Kleine? Nee, das ist, die gehört, zur Familie Satt. Zur Familie Satt, okay. Also wir haben hier, falls es Sie interessiert, wir haben hier zwei Kinder. Schon beim Du? Ach, Entschuldigung. Natürlich, falls es euch interessiert, wir haben hier zwei Kinder. So einmal sie und einmal den Justus vielleicht. Aber vielleicht heißt er auch anders. Justus, Jonas. Justus, ja genau. Den Justus, der ist schon ein bisschen älter, der ist 14, den werden sie auch nicht ganz so oft sehen. Der ist gerade in der Phase, wo er rumtollt. Einfach ein bisschen mehr Privatsphäre braucht, würde ich sagen. Und ja, aber am Computer sitzt und zockt. Nee, das denke ich nicht. Mutter ist auch sehr, sehr aktiv und ja, deswegen das nicht direkt. Auf jeden Fall, ansonsten Ihnen gegenüber wohnen zwei junge Männer, euch gegenüber wohnen zwei junge Männer. Das sind Studenten, die ab und zu mal ein bisschen feiern, aber hält sich in Grenzen. Den einen, das ist den ganzen Tag nur vom Computer, vielleicht könnt ihr da was machen. Dass er mal ein bisschen rauskommt, da mache ich mir mal ein bisschen Sorgen, dass der das mal was vom Leben kennt. Ah, das kriegen wir schon hin. Das ist schön. Und dann wohne ich da natürlich. Die eine Wohnung mir gegenüber ist frei und wie gesagt, das wird eine Sauna. Und dann im Erdgeschoss wohnt halt noch der Herr Satt und der Wanst. Der Wanst. Ja, ach so, Miriam. Aber wenn Sie wenn ihr sie ansprechen wollt, dann sagt ihr der Wanst, sonst wird das nichts. Ah ja, das steht nicht im Mietvertrag. Der Keller ist nicht mehr zu begehen. Oh. Nur für das Fachpersonal, falls da mal irgendwas ist mit Wasser oder Heizung. Fahrräder können ja entweder hinten abgestellt werden oder auch im Hausflur. Also ich meine, der Hausflur ist wirklich groß. Da sollten wir eigentlich immer noch alle durchpassen, falls mal irgendwas ist, dass jemand ein riesiges Paket oder wartet oder sowas, dann sagt man halt vorher Bescheid und dann passt das. Party-Aushänge sind am besten zu befestigen direkt an der Eingangstür innen. Damit das alle mitkriegen. Man muss ja auch vorbereitet sein. Eben. Und dann kann man ja vorbeikommen. Zum Beispiel. Oder dann sich für den Tag was anderes suchen. Genau. Sehr schön. Ja. Was sagst du? Wo unterschreiben? Klar. Na dann. Das habe ich doch vorhin schon gesagt. Nehmen wir einen Stift und unterschreiben. Ja, dann gehe ich das mal schnell kopieren. Schön. Dann wird er euch eine Kopie ausliefern. Das ist doch schön. Sehr gut. Jetzt muss ich nur noch packen und sagen, dass ich nicht mehr putzen muss. Soll ich dir helfen? Beim Putzen? Nee. Nee, beim Packen. Aber ich muss eigentlich mit eigenen Stimmt eigentlich, das wird okay. Wir packen und dann, wir müssen das eben im Wagen transportieren, ne? Mm. Dann holen wir uns am besten einen Wagen und dann machen wir alles direkt an einem Tag. Und dann bringen wir den Wagen dann direkt wieder zurück.
Bett habe ich ja, also brauche ich das nicht. Das kann dann weg. Das kann ich dem Justus geben. Also ein anderer Justus, der hat da kein Bett, das ist gut, dass ich freue. Ja, siehst du, guck mal hier. Nur ein Schrank, den Schrank, den müsst ihr transportieren. Ja, dafür brauche ich ein Auto. Naja, wie gesagt, das ist dann, und die ganzen Kartons, dann packen wir alles, dann müssen wir gucken, wann, und dann holen wir uns dann Transporter und dann. Ja, nächste Woche Dienstag bin ich prüfungslos, von daher könnte ich dann jederzeit. Ja, vielleicht bringe ich meine Sachen schon eher hierher. Ja, vielleicht. Zumindest teilweise. Dienstag ist ja auch erst in 4 Tagen, nicht wahr? Ja, schreib mal erst in Ruhe deine Prüfung, ne? Eben. Okay. Gut, dann danke. Wann Schlüssel können wir abholen, wenn wir bei dir sind, oder? Habe ich die euch nicht schon gegeben vorhin? Nö. Nö. Seid ihr sicher? Ja. Dann gehe ich nochmal gucken, aber vielleicht guckt ihr auch nochmal in euren Taschen nach. Ich war mir eigentlich sicher. Ich gehe nochmal schnell rein, ja? Jo. Komischer Quatsch. Ich pack mal in meine Tasche. Einfach zur Sicherheit. Was soll denn das, komischer Kraus? Da ist doch ein Schlüssel drin. Da ist ein Schlüssel zum Haupteingang drin. Der sieht relativ Standard aus. Und dann ist da ein Wohnungsschlüssel drin. Und einer, der aussieht, weil er so ein großer, nicht sicherer ist, wie als wäre er für eure schweren hölzernen, die sind wirklich übrigens schwer, sehr schwer, Zimmertüren. Dein Schlüssel zur Wohnung ist... Er sieht aus, als wäre es ein Schlüssel, mit dem man tatsächlich was macht. Also nicht so ein alter Kackschlüssel, ne, sondern es ist schon ein guter Standardschlüssel. Kein Sicherheitsschloss, aber es ist okay. Er hat eine große, nennt man das Daumenfläche, ne, aber du weißt, was ich meine. Ein Kopf hat er im Großen mit einer Hummel drauf. Und bei Sophie ist es, wie heißt diese Winterfrucht hier? Winterfrucht. Mir fällt das gleich ein, nachdem ich nachgucke, okay? Kürbis. Schlehe? Stechpalme. Das ist eine Pflanze, keine Frucht. Hey, 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 hat die keine Früchte? Mach ich jetzt gerade den Düs? Nee, die hat rote Beeren, so kleine rote Beeren, aber. Und sind das keine Früchte? Ja, aber nicht, wenn du mir. Also, Stechpalme definiert sich nicht durch ihre Früchte, sondern durch seine Blätter. Ja, warte mal, bei mir. Ist alles anders, ich weiß. Also, du hast tatsächlich noch die gezackten, dicken, dunkelgrünen, ne? Ja. Blätter, meine ich jetzt, genau. Du hast also 3 solcher Blätter und dann 3 solcher Früchte dranhängen auf deinem Schlüssel. Und ja, auch du hast ihn in deiner Scheißtasche. Habe ich schon wieder gesoffen? Ich habe keine Ahnung. Also, ich dachte auch nicht, dass er das gegeben hat. Anscheinend hat er uns hier irgendwann in die Hand gedrückt. Wird rauskommen. Ich glaube wirklich, ich hab die euch schon gegeben. Hab ja, hier anscheinend. Wir haben das beide irgendwie vercheckt. Ach gut, alles klar. Probiert die mal nochmal aus. Nicht, dass wir alle verwirrt sind, aber ja, wenn ansonsten, ihr habt ja Handynummer und alles und wenn was ist, probiert es ansonsten mehrmals oder lasst mir eine Nachricht drauf. Weil ich das nicht immer sofort mitkriege, ne? Ja, klar. Gut. Seltsam. Na dann, see you later, Alligator. Was hat das mit den tollen Schlüsselbäumen hier zu tun? Das ist ein altes Haus und das hat alte Schlüssel und als wir die Schlösser auf den Stand gebracht haben, die man als Nachkriegszeit irgendwie immer beschreiben könnte, da habe ich mir gedacht, das sind doch trotzdem Sachen, die man behalten sollte und dann habe ich halt die ein bisschen speziell anfertigen lassen. Schräg, aber cool. Ja, ich sag mal, man erkennt seinen immer. Auch im Suff. Das funktioniert ganz gut. Dann stimmt wohl. Na dann. Gut. Ich würde mich weiter ans Briefkasten machen, setzen und wenn noch irgendwas ist, ihr wisst ja.
Okay. Gut. Dann kommen wir einfach irgendwann lang. Ja, wir sehen uns dann und sag Bescheid, wenn irgendwas mit dem Umzug was ganz Spezielles ist oder sowas, ne? Ja, klar, kein Problem. Gut. Dann mach's gut. Ja, bis demnächst. Du, bis später. Wenn ihr übrigens gegenseitig eure Schlüssel betrachtet, dann seht ihr gegenseitig bei euch nicht das Motiv, sondern ihr seht beim jeweils anderen einfach nur einen Kopf, der dem entspricht, der im Hausflur ist, also dieser Holzkopf, nur, ne? Ihr versteht, was ich meine. Die hölzerne Fratze mit den Hörnern. Alles klar. Ja. Dann werde ich mal mitteilen, dass ich jetzt ausziehen werde. Witzig. Mach das. Ja. Ja, na, soll ich glaube, das wird witzig. Du kannst gerne mitkommen, wenn du möchtest. Wenn du diesem Schauspiel teilhaben willst. Außerdem stehen da noch deine Sachen. Ah ja, stimmt, richtig. Da war was. Ja, dann auf hier zu deiner Wohnung. Zum Glück habt ihr jetzt in dieser neuen Wohnung eine Bahnhaltestelle in ungefähr 2 Minuten Entfernung. Und sie kommt auch gerade, wenn er da steht. Und natürlich könnt ihr kostenlos fahren. Es ist ein Traum. So, denn begeben wir uns zu Sophies noch Wohnung. Ja gut, kommt an, kommt doch hoch. Na dann. Dein Mitbewohner ist aber gerade nicht da, ne? Nur sie. Ja, aber sie ist ja auch Hauptmieterin. Das stimmt. Hallo, ich bin wieder. Wie heißt sie nochmal? Marie, ne? Ja. Okay. Hallo, ihr nochmal. Ja, wir nochmal. Marie, ich ziehe irgendwann in den nächsten Tagen aus. Ah. Ja. Gut. Wäre schön, wenn du dann vorher noch den Putzplan nochmal anguckst, ne? Das und so weiter. Angucken werde ich mir den bestimmt nochmal. Ja, und auch ein paar Sachen davon machst du, den Flur nochmal saugen und sowas. Gucken. Okay. Und wenn du ausziehst, ist ja klar, bei dir nochmal durchfegen. Malern musst du bestimmt nicht die Löcher zumachen, Fenster putzen, die Heizung nochmal putzen und so auch außen das Fensterbrett. Ne? Der übliche Kram. Man hat dich nicht verstanden. Ich hab gesagt, du siehst gar nicht so traurig aus. Was ist los? Du bist so ein bisschen lethargisch. Hast du gestern zu viel gefeiert? Nee, ich hab gestern gelernt. Ja, was soll ich sagen? Schade. Aber du wirst dir das ja bestimmt reiflich überlegt haben und dir wird das ja, ich meine, wird dir ja schwer gefallen sein und ja, was soll ich da sagen? Alles gut, Marie, du brauchst gar nichts sagen. Ja. Sophie schmunzelt. Kommst du noch mit rein? Ja. Flummi, du kannst mal ein W10 würfeln. Wo denn? Wie denn? Wann du denn? Würfel du für mich? Okay. Wenn ich jetzt anfange, hier selbst zu würfeln. Siehste. Oh Mann, Alter. Als ihr damals eingezogen seid und sie froh war, Untermieter zu finden und ihr euch alle noch super gut verstanden habt und so, war sie natürlich so großzügig und hat keine Kündigungsfrist in den scheiß Mietvertrag gepackt. Also in den Untermietvertrag. Oh. Cool. Das heißt, du kannst auch tatsächlich mit sofortiger Wirkung sagen, die Zahlung ist dann aber auch ja ausgesetzt. Für September schon. Ja, wird sie dann auch tun. Ja. Ich meine, wenn du sicher sein willst, solltest du natürlich schon einmal ein offizielles Schriftstück geben. Das ist ja klar. Was macht tippt sie jetzt eben an ihrem Computer zusammen? Ja, du ziehst ja eins aus dem Internet runter und setzt da den Namen ein, sagst du, und die Wohnungsadresse. Das machst du dann, wenn du den letzten Kram aus dieser Wohnung, weil sonst ist nämlich dein, sonst macht die dir noch die Hölle zu heiß. Wieso sollte sie? Was soll die denn noch machen?
keine Ahnung. Mietverhältnis dann endet und du noch trotzdem noch Kram in deiner Bude hast. Das ergibt schon Sinn, was er sagt. Warum? Ich kann noch ein Datum festsetzen. Ja, wie er gerade gesagt hat. Ja. Ja. Easy. Gut. Ach, diese Sommerfrische hier. Wunderbar. Ja, das müssen wir aber bei uns in der neuen Wohnung. Aber das ist okay. Und das mit dem Putzplan kann die sich in die Haare schmieren. Ich war die letzten 2 Wochen nicht hier. Du Bitch! Ach ja, außerdem wollte ich mir Kram holen, weil ich bei dir penne. Ha. Nicht, dass ich jetzt noch einen Grund gebe, irgendwie hier länger als 10 Minuten zu sein. Na dann, packt zusammen und los geht's, wie ich sage. Macht sie. Gut. Memo an mich, in den nächsten Tagen schon mal Kram rüberschaffen. Denn dazu gibt es ja Fahrradanhänger. Genau. Du wirst die strammsten Waden von ganz Halle haben. Ja. Das ist gut für den Winter. Weil da muss man die auch zeigen. Offensichtlich. Ja, Sophie packt noch ein bisschen Kram zusammen und verlässt dann diese wunderbare Wohnung auch wieder. Ja, ich pack den Kram auch zusammen und bringe das alles zu meiner Wohnung. Schön, schön, schön. In den nächsten Tagen wird Sophie packen. Dito, ich werde mich machen, meinen Kündigungsfristen kündigen. Strom anmelden. Auch das? Genau, easy. Die Dinge, die man dann tut. Easy. Nochmal schön ans Amt gehen. 3 Stunden warten, um dich umzumelden. Delicious. Das Schönste, was man machen kann. Und Sophie wird nicht mehr putzen. Na gut, aber ich meine, du hast ja noch Kaution. Willst du die denn wieder haben? Offensichtlich nicht. 100 Euro. Achso, bei der neuen Wohnung habt ihr natürlich keine Kaution, das ist klar, das stand da nichts davon im Mietvertrag. 100 Euro sind viel Geld. Das stimmt. Aber Sophie von Milborough wird sich darum nicht scheren. Das wird, wenn wir ehrlich sind, so wie sie bis jetzt wirkt, ein extremer Hickhack, überhaupt an dieses Geld ranzukommen. Das wird mit Theater verbunden sein, und zwar mit großem Theater. Wahrscheinlich wird sie es am Ende, wenn überhaupt, irgendwie erst in Ewigkeiten kriegen, dafür so viel Ärger auf sich nehmen. Das lohnt sich nicht. Dann verlässt sie lieber diese Wohnung, fegt ihr Zimmer aus, es wird besenrein übergeben, so wie es sein muss, und am Ende scheißt der Hund drauf. Sagen wir es mal so, in ungefähr spätestens 4 Monaten hast du das durch die verringerte Miete sowieso wieder rein, weil du wirst mindestens jetzt 200 bezahlen. Ja, siehst du, dann hat sich das, und das, dieser Ärger ist es ihr einfach nicht wert. Dieser Ärger, und dann lieber... Da freut sie sich lieber ein bisschen darüber, dass die sich jetzt ärgert, weil ihr Sophie nichts mehr geputzt hat. Ja, und außerdem öffnet das auch für neue Möglichkeiten, wenn sie sagt, dann kriegst du auch deine Kaution nicht, dann kannst du sagen, kauf dir ein neues iPhone. Ich meine, das ist auch nicht schlecht. Ja. Sehr gut. Kauf mir eine Packung Kondome, dann kannst du mit meinem Ex-Mann schlafen. Sehr gut. Vielleicht wird sie es auch tun. Pille nicht vergessen, Marie. Nicht, dass es wieder zu Zwischenfällen kommt wie vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren kann ich vor einem Jahr. Oder vor einem halben Jahr. Mann, Junge. Das sagt so viel leider nicht. Das dachte ich mir. Ich würde den Spielabend schließen.
Die... Was haben wir heute gelernt? Man fängt halt auch nichts mit seinem Mitbewohner an, das weiß eigentlich jeder. Das ist richtig, es sei denn, er ist heiß und weiblich. Dann ist das immer. Nein, auch dann nicht. Tschüss. So, Leute. Vorweg, ja, es gibt keine Musik. Wird es vermutlich auch nicht geben. Ich hatte was gefunden, das war ganz cool, aber ich habe dann gesehen, dass sie ihren Kram auch auf Dings verkaufen. Hier, ist auch egal wo. Und da weiß ich doch, dass ich dann wieder nachher irgendwie eine Benachrichtigung von YouTube kriege und das ist mir alles zu nervig. Also wir lassen Musik einfach weg, die meisten machen es auch ohne, das funktioniert. Ja, auch. Outrun mache ich immer, wenn ich denke, dass es nötig ist oder sinnvoll ist. Ja, wenn ich was zu sagen habe. Ich denke, am Anfang wird es ein bisschen mehr sein und ich habe bei Changeling, glaube ich, ist es auch einfacher, irgendwas noch zu erzählen. Passt. Ach genau, weil der Vorschlag kam, dass ich das vielleicht mit den anderen beiden zusammen machen könnte, das wird auf jeden Fall nichts. A, kann ich dann unter Umständen Sachen nicht erklären und B, ist es für die dann schon unheimlich lange her und die kennen dann die Folge nicht mehr und wissen dann nicht mehr so richtig, was da los war. Und ich krieg die auch nicht nochmal zu einem Termin der Woche zusammen. Das wird einfach nicht passieren können. Deswegen, wenn, dann mache ich das auf jeden Fall alleine. Jetzt in der ersten Folge war ja jetzt nicht irgendwas, was, denke ich, extrem erklärungsbedürftig wäre. Das Einzige, was ich mal klarstellen wollte, weil ich auch versucht habe, das Ingame nochmal irgendwie mit dem Martin da anzusprechen, warum Sophie ausgezogen ist, ist einfach, weil sie was mit ihrem Mitwohner angefangen hatte, aber sich bei der Sache anscheinend nicht ganz so sicher war oder da nicht so viel investiert hatte wie er und wie sie vielleicht auch selbst dachte und sich dann später einfach bei einer Party im Penis vergriffen hat. Und das ist natürlich, ne, da können wir noch schon mal umziehen wollen. Genau. Ansonsten, ich werde ein Google Drive Dingens Dokument noch mit unter der Folge veröffentlichen und hoffe ich jedenfalls, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, und da werde ich die nur Basisinformationen reinpacken, absolut Basis, also keine Ahnung, Lebenslauf habe ich da bisher drin, das wird vielleicht noch mit der Zeit wachsen und immer wenn ich da was reinpacke, werde ich das, denke ich, unter der Folge setzen, den Link zumindest. Oder nochmal ansagen oder irgendwas, aber ich weiß nicht, wie viel da reinkommt. Vermutlich nicht so viel. Ne? Nicht so viel. Gut. Das Bild ist von Cole Mary und Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.